zähl runter von 5 jetzt, weil besser. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, perfekt. Ich mag den Shot. Ich finde ihn super. Merkt man direkt, ganz andere Handschrift, ganz andere Regisseur am Start. Jetzt steht hier die Watchparty, wir gehen in 5. Ja, ich glaube, Daniel, ja, das, nochmal das ist aber normal, ne? Die läuft einfach. Normal, alles gut, nee. Okay, alles wir gut. Sind gerade Timecode 10, 11, 12, 13. Oh, ich passe den Overlay noch an, kein Stress. Das dauert noch ein bisschen. Mir lädt der immer noch, ich sehe immer noch nichts. Bei mir auch so. Dann ladet notfalls nochmal die Seite neu. Das hilft manchmal. 4, 3. Welcher Timecode ist jetzt gerade bei euch? Ich habe noch nicht 30, 31, 32. Bei mir ist 35, 36, 37. Ja, es ist eine Sekunde Delay. Passt, super. Das kriegen wir hin. Wir okay, 41, 42. Ja, Etienne, wir haben einfach Perfect Match. 45, 46, top. Also hey, hier schon mal aufweg, er hat jetzt ein Zimmer gekriegt, oder was? Ja, hat ja. Er. Oder hat er es schon im zweiten Teil gehabt? Der hat schon im zweiten Teil, da hat er doch schon Dobby gehabt. Er hat das Zimmer ab im zweiten, das Zimmer ist jetzt aber anderes Design. Kuron hat ja nochmal Abfahrt alles umgeworfen da. Er zaubert direkt in der ersten Minute. Das ist verboten, mein lieber Alfonso. Was wolltest du fragen, Schröck? Entschuldigung. Ja, genau das. Also eigentlich, was er da macht, ist ja schon verboten. Und er kriegt ja erst später die Strafe, beziehungsweise erst später kommen sie ja und fangen an zu meckern. Also eigentlich hätten sie ja schon da meckern müssen, oder? Genau, das ist ein Filmfehler, wenn du so willst. Cuaron hat hier Hausaufgaben für Zauberhausaufgaben erfunden, die gibt es nicht. Das ist nicht erlaubt. Ja. Nichtsdestotrotz, ich mag den Shot. Ich mag, wie die Kamera da reingeht. Ich finde es super. Wie alt ist Harry Potter diesen Film noch ein paar Mal? Jetzt gerade? 13. 13. Mhm. Und Daniel Radcliffe zu dem Zeitpunkt? 14? Ui, das weiß ich gar nicht. Ey, bis das im Buch soweit war, bis Magda da ist, ne? 15. Ja. Ja, das. Aber ich mag es trotzdem, die Szenen bei den Dursleys. Ein bisschen Zeit lassen sie sich wenigstens. Aber ich finde, im Gegensatz. Ja, ich weiß, Eddie, ne? Ich will nur einfach nur einen Vergleich mal kurz anstellen, der nichts mit der Qualität des Films zu tun hat, sondern mit der Tonalität des Films. Ich finde, im Buch wirkt es alles viel, viel härter als in den Filmen. Also gerade bei den Dursleys zum Beispiel, die da würde ich zustimmen. Da einfach gnadenlose, grausame. Also da habe ich ja nur den ersten Teil gelesen, aber das fand ich da schon im Buch sehr krass. Hier und wer ist sie nochmal jetzt? Dudley, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, die Alte da rechts. Tante Magda. Tante Magda. Okay. Hier und Dings, wo habe ich den letztens gesehen? Mist, wo war der? Das den ist, Dudley, den habe ich jetzt. Das ist die Schachserie, ne? Netflix-Schachserie. Ja, stimmt, da spielt er den einen Freund von der Anya Taylor-Joy. Genau. Den einen Schachprofi. Ja, aber ich habe den jetzt gerade noch in einem Film gesehen, ganz frisch. Boah, welcher Film. Leute, ihr könnt übrigens, weil das viele schreiben, ihr könnt selber die Lautstärke einstellen von dem Film. Wenn wir zu leise sind, dann macht es bei euch einfach ein bisschen leiser. Der Timecode ist jetzt auch richtig. Das heißt, ihr könnt im Stream schauen. Unten links steht der Timecode. Einfach dahin skippen. Stimmt. In Tragedy of Macbeth spielt Melling spielt der mit. Und ich hab die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den? Und ja, dann ist es mir eingefallen, okay, das ist der aus Damengambit. Aber dass er Dudley war, das hätte ich da nicht mehr gedacht. Achtung, jetzt mal ganz kurz. Es geht hier gerade ab. Ich will euch da ja nicht unterbrechen, aber ihr müsst jetzt auch schon ein bisschen. Der hat gerade ein Hate Crime. Der hat aus Hass Magie benutzt gerade. Habt ihr es gesehen? Wie in Teil 1 mit der Schlange. Stimmt. Er hat einen ordentlichen Schuss gemacht, ne? Oh, da hat mein Sohn so gelacht. Penisfinger. Super.
Oh, das könnte man so schön splatterisch lösen. Alles, wenn alles so aufplatzt. Pff. Ja, siehst du, kriegst die Light-Version. Ja, Peter Jackson hätte es. Macht er das jetzt bewusst? Er guckt, also ist das so. Ist unbewusste schon, Magie. Oder ist das schon, also ist das gewollt oder hat er es nicht ganz unter Kontrolle? Also, wie du sagst, es ist sehr emotional und da brechen die magischen Kräfte aus ihm raus. Also, das ist nicht gesteuerte Magie. Er wollte sie jetzt nicht bewusst aufpusten. Aber das wird im Zaubereiministerium egal sein. Und er tut jetzt ja auch nicht gerade viel. Ist ganz gut gemacht. Effekttechnisch. Aber nur mal kurz. In der Vorlage war es so, dass er doch das gar nicht gemacht hat, oder? Da hat ihn doch Dobby quasi reingeritten in die Kacke, oder nicht? Oder verwechselt das? Das ist jetzt eine andere Sache. Das ist das mit der Torte, die auf den Besuch fallen gelassen wird. Ja, ja. Also tricktechnisch finde ich, ist das gut gemacht. Tricktechnisch sieht der Film generell so viel besser aus. Also in allen Belangen ist der so viel besser als die beiden Vorgänger, meiner Ansicht nach. Aber auf gut Deutsch hat er sie umgebracht jetzt, ne? Weil die fliegt ja jetzt da hoch und entweder fliegt sie zu Sandra Bullock und stirbt im All aufgrund von Sauerstoffmangel oder, also ich meine, wir wissen nicht, was mit ihr passiert, oder? Naja, man sieht sie gleich nochmal da oben. Genau. Achso, okay. Übrigens, Magda ist der deutsche Name. Original ist die Tante Marge. Im ersten Buch ist sie auch noch so übersetzt, warum sie das geändert haben, keine Ahnung. Finde ich irgendwie auch weird. Warte, was? Love Interest von Harry? Nee. Ach, das sind die Eltern. Mhm. Oh. Die sehen aber auch auf diesem Foto aus wie so Slackliner, die am Sonntag im Park die Slackline spannen. Ja, die waren 21, die waren noch wild. Super wild. Hipster-wild. Ich habe übrigens, kleiner Fun-Fact, ihr habt mir ja dann von diesem Cold Mirror-Podcast zu den Harry-Potter-Szenen erzählt. Und dann habe ich den neulich angemacht, als ich mit meinem Sohn Lego gebaut habe. Ich wusste nicht, dass der FSK 18 ist und sie dann plötzlich irgendwie erzählt, wie die Dursleys irgendwie gefickt haben müssen oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und sie sagt das so irgendwie in dem Podcast so und mein Sohn gerade und ich dann so direkt auf Pause gemacht. Wahrscheinlich genau das Falsche. Was denn, Papa? Und ich so, ja, da sind so Wörter dabei, die will ich jetzt nicht. Papa, ich kenne diese Wörter schon. Oh mein Gott, ey, ich war so in Erklärungsnotstand, ich hab das ein bisschen unterschätzt. Ja, es ist ganz ohne kann sie nicht, glaube ich, wenn du einmal diese Harry Potter Synchros gemacht hast. Oh, was geht? Unsichtbare, sag ich. Geister. Aber auch so schöne Shots. Ach du Scheiße, war das ein Werwolf? Also ein Wolf. Der sieht aus wie aus Unendlichen Geschichte. Gmork. War klar, dass Harry Potter nicht zaubern kann. Da kommt ein unsichtbarer Bus. Der fahrende Ritter. Stan Shunpike. Aha. Ganz geiler Bus. Wird noch besser. Den Kronleuchter, ach. Ist echt ein geiles Set. Von außen sah der gar nicht so hoch aus.
Ich glaube, 3 Stockwerke hat er sogar. Ja, 3 Stockwerke. Ein kleines Trinkspiel für alle, die jetzt zu Hause sind und glotzen. Jedes Mal, wenn Harry Potter nicht zaubert. Was ist das mit den Schrumpfköpfen, Anton? Komplett Film erfunden. Im Buch okay, hat das, weil die kommen ja ein paar Mal vor in dem Film, ne? Ich glaube, Cuaron fand das einfach lustig. Also das ist eine Filmerfindung, der Raster Kopf, ja. Oder was? Die Raster-Voodoo-Kopfpuppe. Ja, Stan und Ernie die... nicht, aber der Kopf schon. Entschuldige, Daniel. Nö, nee, alles gut. Jetzt kommt gleich die Szene, die einzige Szene, bei der mein Sohn wirklich Angst hatte. Also die er wirklich unheimlich fand. Das ist, wenn sie zwischen den, wenn sie zwischen den zwei Bussen hindurchfahren. Oh, da ist dein Sohn mutiger als ich, wenn ich an den Film denke. Da hatte ich schon andere Stellen noch. Bei dem jetzt? Ja, kommen einige, wo ich als Kind mich wirklich gegruselt habe. Warte, den schaut, das ist Gary Oldman. Jo. Oder? Korrekt. Ja. Sirius Black. Geile Akne am Hals. Mhm. Aha. Auch eine ganz normale Art, das jemandem zu erzählen. Selber noch ein bisschen Grusel mit reinpacken. Ja, jetzt hier. Zack. Das fand mein Sohn sehr irritierend. Ist das auch aus dem Buch? Diese Schrumpfszene da gerade, diese Pressszene, nö. Ja. Ist eh alles ein bisschen anders, weil er fährt im Buch schon viel früher von Sirius Black, beziehungsweise sogar die Dursleys kriegen ja von Sirius Black mit. Und hier im Film erfährt man zum ersten Mal im Bus davon. Jo. Aber ich glaube, dass Harry auf dieser Fahrt tatsächlich auch erst erfährt, dass die magische Welt hinter ihm her ist. Zuvor wird er uns ja als Verbrecher der Muggel verkauft. Das ist ja, genau. Oh, hier, das ist auch eine schöne Szene, ey. Guck sie dir an, wie geil das alles gemacht ist. Aber endlich sieht man mal, was Magier so machen, ne? In der Welt. Das finde ich schon mal ganz gut. Ist das Woody Harrelson? Nee. Cornelius. Auf jeden Fall figurentechnisch der Typ, auf jeden Fall Foreshadowing für mich. Wenn der jetzt den einen Ring noch findet, wissen wir, wo es hinführt. Aber schon krasser farblicher Unterschied auch, ne? Wo die beiden anderen Filme zuvor noch halbwegs bunt waren, ist der schon eine ganze Ecke düsterer und dunkler. Ja. Ja, auch kälter einfach, ne? So ein leichter Graufilter oder Blaufilter, der da so drüber liegt.
Also findest du es wirklich kalt? Ich finde es jetzt nicht unbedingt kalt. Ich finde es einfach nur düster, aber nicht unbedingt. Also mir fröstelt es nicht unbedingt bei den Bildern. Naja, nö, aber wie gesagt, also es hat eher was Schweres. Also, ja. Ja, mal gucken, was noch kommt. So, das ist jetzt eine Szene, die auf das anspielt, was Daniel eben gesagt hatte. Die Muggel suchen eben auch nach Sirius Black. Das soll das tatsächlich mit verkörpern. Aber wirklich beschäftigt. Das Necronomicon hier. Ja, und das habe ich nicht verstanden, warum er sich echt diese Szene gönnt. Also warum er so viel Zeit für dieses Buch da irgendwie jetzt benutzt. The Monster Book of Monsters. Vor. Doch, einer hat es noch, einen Auftritt. Das Buch mag ich. Leider mag das Buch niemanden. Nee. Außer Hagrid, der find's cool. Ja. Das ist super dumm, das Buch, ey. Ja, ist nicht gerade belesen. Gute Szene. Übrigens zum Kontext, wir sind im tropfenden Kessel. Das ist die Kneipe, über die Harry und Hagrid im ersten Teil auch die Winkelgasse betreten. Das ist halt komplett redesigned worden von Quaron. Ja, und jetzt guck mal, oh, das ist so eine schöne Szene, das ist auch wieder. Jetzt gleich, wenn er mit Arthur spricht und die Kamera so hinter diesen Bögen entlang geht, das ist super. Da kommen so die ersten Gravity-Shots von ihm durch. Ich meine, das war ja irgendwie sein zweiter Film oder so, ne? Mensch, sind die groß geworden? Das gibt's doch gar nicht. Guck hier, ah, super, geil. Oh, die Trottelzwillinge. Das soll der Laden sein aus dem ersten Teil. Also Quaron hat auch Hogwarts komplett umgebaut. Kann ich schon mal vorwarnen. Finde ich aber besser. Also können wir hier alles noch eine Einstellung. Super geil. Alle mal eingeführt, alle Figuren. Da hinten ist noch Percy, den siehst du gleich noch. Den siehst du ansonsten kaum noch. Oder gar nicht mehr. Jetzt ach, das war doch der, von dem sie das Auto geklaut haben. Genau, ist der Vater. Das Flugauto, ja. Ich meine, und jetzt hat Hermine Krummbein auf dem Schoß. So. Wird auch nicht einmal erklärt. Was? Krummbein, die Katze Hermine, oder was? Die Katze. Ja. Ist das die Katze der Kater aus dem zweiten Teil? Oder wo der versteinert wurde? Nee, das war Katze von Filch. Oder Finch, wie du gesagt hattest, glaube ich. Ja, ist immer noch eine Einstellung. Echt geil. Okay. Sirius Black war der Wolf oder was? Guter Punkt. Der hat auch eine andere Synchronstimme, oder? Tatsächlich nicht. Ist einfach nur in Stimmung gekommen. Genau, der ist einfach genauso wie Harry älter geworden.
Oh, wie unauffällig. Da ist ja noch jemand. Das ist doch Snape. Ist das Snape? R.J. Lupin. Da hat sich Frau Rowling auch nicht gerade mit Kreativität bekleckert mit dem Namen. Ja, zugegeben. Anspielung auf Lupin, den Meisterdieb oder was? Naja, aber verschiedenen. Was kann man noch ableiten von Lupin? Weiß ich nicht, eine lebende Lupe? Lupo? Lupo? Lebende Lupe. Mit dem Namen musste ich Detektiv werden. Ja? Jetzt kommen deine Geister, Eddie. Ja, Mann. Remus John Lupin, Tic-Tac 95. Super. An die Szene erinnere ich mich. Die war im Kino sogar einigermaßen gruselig. Ja. Mein Sohn hat nur drauf gewartet. Der wollte unbedingt die Dementoren sehen. Nachdem wir das Buch gelesen hatten, gab es nichts Wichtigeres als Dementoren. Aber genau, im Chat hier, Mr. Werder schreibt es auch, Nazgul-Alarm, hat mich auch halt mega an die Nazgul erinnert. Ob sich Frau Rowling wohl von Herr der Ringe hat inspirieren lassen? Es sieht schon geil aus, kann man nichts sagen. Ich mag dieses Design. Boah, immer noch. Ja, doch, kriegt mich immer noch ein bisschen. Diese kindliche Schauder. Ja, das hat mich so fertig gemacht damals. Ich habe auch die Videospiele gespielt und es hat mich. Ich hatte so Angst vor den Dementoren. Jetzt wird es halt wieder ein bisschen schwierig, aber ich finde, es sieht auch noch in Ordnung aus. Praktisch wäre es vielleicht ein bisschen geiler gewesen, aber. Beutlin. Auenland. Die saugen Harry Potter auf. Nee, sie rauben ihm seine Glück, also seine Glückseligkeit. Also alles Glück saugen sie ihm aus. Was ist jetzt gerade passiert? Der Typ ist mit einer Taschenlampe aufgestanden und hat die einfach mit der Taschenlampe verscheucht. Ja, Anton, das war doch jetzt ein Patronum-Zauber, oder? Mhm. Ein nicht gestaltlicher Patronus. Und warum musste er das nicht sagen? Man kann auch ungesagte Zauber vollführen. Das gibt es. Am Arsch, der hat doch nicht nach Sirius Black gesucht, der hat doch Harry Potter aufgesaugt. Das wird im Film noch thematisiert, sagen wir mal so. Wie selbstverständlich sie die Katze dabei hat. Standard. Erwachsen sein. Ich wollte gerade sagen, welcome to my world, bitch. Super. Wirklich, inszenatorisch ist der Film einfach vier Klassen besser, mindestens, als die anderen beiden. Hat er nur einen Harry Potter gedreht, Cuaron? Ja, leider. Wer hat den nächsten dann wieder gemacht? Der nächste ist von Mike Newell.
Und danach kamen doch, oder waren noch fast alle nur von dem einen, oder? Seitdem macht alle David Yates, ja. Yates, ne? Ja. Und David Yates soll übrigens ein sehr netter Typ sein, habe ich mir sagen lassen. Von jemandem, der mit ihm gedreht hat. Und wir kennen ihn alle. Leider kein Fan seiner Filme, aber... Na, dann nett ist immerhin. Ach, da ist der Coole. Wow. Hans van Hungendong schreibt, so unsympathisch der Dumbledore, ähnlich wie Streich von Freiburg. Den kriegt man auch überall rein. So, und ich finde, hier kommt in der Szene kommt sehr gut zu tragen, Daniel, was du zum Farbschema gesagt hast. Es ist immer noch das schöne, faszinierende Hogwarts, aber ein Tick cooler als vorher. Aber nicht so düster und ach. Aber das ist schon nicht mehr Richard Harris, ne? Das ist schon sein Double, oder? Moment, aber ganz kurz, das ist jetzt wichtig. Verstehe ich das richtig? Die Dementoren sind jetzt um die Schule herum? Oder richtig, was? Richtig. Aber warum zaubert der Dumbledore die denn nicht weg oder so? Der kann doch nicht einfach zulassen, dass die jetzt die Kinder bedrohen. Nee, die sind als Schutz für die Kinder da, vor Sirius Black. Und die dürfen auch nicht in die Schule rein, die müssen nur so drumherum rumfliegen. So. Ja. Ja. Denn Sirius Black ist ja laut Gerücht hinter Harry Potter her und man möchte ihn auf diese Weise von der Schule fernhalten. Weil die Dementoren sozusagen Sirius Black, also Sirius Black kann nicht dahin, wo die Dementoren sind. Genau, die Dementoren sind die Wachen Azkabans von dem Zauberergefängnis. Die sind eigentlich die Guten, obwohl sie die Bösen sind. Okay. Aber es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass Hogwarts anders aussieht. Also man sieht halt auch mal ein paar andere Winkel, wahrscheinlich, weil die einfach in den alten Filmen halt nur so 2-3 Blickwinkel immer in jeden Raum hatten. Jetzt hast du halt andere Blickwinkel, aber so, jetzt sieht jetzt nicht so anders aus, finde ich. Ja, das kommt auf den Ländereien nachher mehr zu tragen. Und die fette Dame haben sie halt umgebaut. Die war ja vorher am Ende von einem langen Gang. Jetzt ist sie mitten im Treppenhaus. Nehmen die Luft aus den... Kommt der Dampf aus den Ohren. Ich mag die Szene. Mhm. Eine der wenigen Zwischenmenschlichen, die es in diesem Film gibt. Guck, da sind sie. Aber ich, also Anton, ich mag mich täuschen, aber ich meine auch diese lange Brücke, die später ja immer noch mal im Film Thema wird. Hier genau die. Genau. Die ist zum ersten Mal doch jetzt zu sehen, ne? Und genau, die ist ja dann später wirklich essentielles Set. Also da findet ja immer wieder irgendwas statt, so. Ja. Ja, die ist ganz neu. Und hier die peitschende Weide, oder wie heißt sie? Mhm. Auch ein bisschen schade, dass sie ihr nicht so eine Backstory gegeben haben, wie im Dings, im Buch. Ja, das stimmt.
Aber ich mag die Szenen trotzdem. Das ist Dings hier. Ist das Emma Thompson? Emma Thompson, jo. Das ist ja wirklich ein All-Star-Cast mittlerweile. Also. Ja, für Rowling bestand ja wirklich partout drauf, die, nur englische oder britische Schauspieler irgendwie zu casten für die ganzen Lehrer und so. Wirklich? Echt? Ja. Die wollte keinen Amerikaner da haben oder nicht so wirklich viele Amerikaner im Cast. Wegen dem Dialekt oder was? Für sie war Hogwarts immer England, oder? Also ich meine... Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen britischer Stolz schon auch gewesen. Es gibt auch englische Professoren an amerikanischen Unis. Na gut. Ich kann es nicht sagen. Also, sie haben ja auch dadurch einige namhafte Leute nicht genommen, weil Rowling eben felsenfest darauf beharrt hat. Aber ich muss schon sagen, ich finde jetzt nicht, dass da irgendeiner dabei war, wo man sagt, oh, hätten sie bloß mal den und den genommen. Also, das ist wahr. Wenn dann eigentlich nur aus persönlichen Gründen. Also ich meine, ich mag zum Beispiel Kenneth Branagh nicht. Und Gilderoy Lockhart habe ich mir halt auch anhand des Buches ganz anders vorgestellt. Echt? Aber. Ach, krass. Ja, doch, schon. Also ich hatte den deutlich schöner und jünger irgendwie so im Kopf. Beziehungsweise ich habe mir so ein deutlich jüngeres, also und schöneres Ideal vorgestellt. Den hat er doch gesehen, den Grimm. Am Spielplatz. Nee. Oh, ich sehe es. Ich sehe den Hund im Kaffeesatz. War nicht leicht zu entdecken, aber ich habe ihn gesehen. Er sieht den Hund, den er schon gesehen hat, den Wolf. Das meine ich zum Beispiel, jetzt hat man hier halt mal so eine andere Perspektive auf Hogwarts. Das gibt dem Ganzen natürlich schon irgendwie mehr Fleisch, so irgendwie. Mhm. Ist einfach ein guter Film. Einfach ein guter Film. Obwohl er halt wirklich ein paar kapitale Fehler macht, ne? Also wenn man es mal aus Adaptionssicht sieht, so. Ja, das stimmt sogar. Aber er macht es, er fängt die Stimmung vom Buch gut ein und ja. Das ist mir natürlich immer sehr wichtig. Ach, die haben alle so ein Monsterbuch, okay. Ja. Das ist das Lehrbuch für Pflege magischer Geschöpfe. Okay, das heißt, man muss dieses Buch sozusagen auch zähmen. Also man muss lernen, dieses Buch zu zähmen. Und natürlich, der dumme Hufflepuff-Junge kriegt es wieder nicht hin. Nee, das ist doch hier. Das ist sogar Neville Gryffindor. Neville, das ist so einer von Harrys Kollegen. Das war doch nicht Neville. Doch, sieht ja ganz anders aus. Doch. Ja, der macht sich. Und der links sieht aus wie Jan. Er ist doch noch da. Guck mal, das ist wie Jan Gustafsson da links hier. Ja, ich weiß Jan nicht, ne? Also ich jetzt mal ehrlich. Hättet ihr an eurer Schule, ja, als ihr so zur Schule gegangen seid, hättet ihr ja so einen Typ gehabt wie Malfoy? Das hätte doch schon viel früher geknallt. Oder das hätte doch schon auf jeden Fall mal richtig. Ich hatte geknallt, so Bullies, ne? Auf jeden Fall. Aber das war immer eine ist Menge der Spaß. So ein wirklicher, also ist das wirklich so ein Bully? Also er ist unfreundlich, er ist kacke und er hat da seine zwei Jungs so. Aber Malfoy ist doch jetzt keiner, der irgendwie auch, sag ich mal, eine Überlegenheit ausstrahlt, so rein körperlich, oder nicht? Aber er hat halt die beiden. Aber Bodyguards. Wer sagt denn, dass ein Bully muss ja nicht immer körperliche Überlegenheit ausstrahlen, aber reicht ja, wenn der einfach dich dauernd so piesackt. Ja, aber wenn dich einer dauernd piesackt, überlegst du ja auch, ob du halt einfach mal jetzt austickst anhand dessen, ob der Typ vielleicht schaffbar ist oder eben nicht. Ja, oder nicht? Weiß ich gar nicht. Also es gibt natürlich viele, die das so machen, aber normalerweise suchen sich Bullies ja auch Leute aus, die das eben nicht machen. Schwächere aus. Ja, Schwächere oder Leute, die sich nicht trauen oder so und dann Ja, also Malfoy ist ja am Ende auch Kopf dieses Bully-Trios mit den beiden muskelbepackten Armen, Krabby und Goyle hinter ihm und er hat dann ja auch noch die Ebene drüber mit seinem super einflussreichen Vater, quasi der Anwaltvater, der danach kommt und dafür sorgt, dass alles von dir wegverklagt wird. Also
Ja, aber gut, aber ja, das kann ja Harry. Das Gesamtpaket. Aber Harry hat es halt schon im ersten Teil. Scheißegal sein. Harry hätte schon im ersten Teil wie im Knast hingehen müssen und direkt zu Malfoy hin und ihn choken. Ja, zum Beispiel. Direkt klar machen, wie im Knast. Aber hätten ihn dann Krabby und, hätten ihn dann die beiden Krabby und Goyle nicht komplett vermöbelt? Also ich meine, er konnte ja noch gar nichts aufzugehen. Nee, wenn er den direkt an die Wand nagelt, dann machen die nichts. Na gut. Hier kann ich noch was lernen. Ja, ja. Aber was ist das jetzt? Ein Chocobo oder was? Ein Hippogreif. Ein Seidenschnabel. Ein Hippogreif. Entschuldigung. Ist ja richtig. Beides korrekt. Na. Cooles Kind ist noch ein Apfel. Haben wir den nicht auch schon mal gesehen, den Vogel? Den Hippogreif? Ja, hat er nicht irgendwie geholfen, als sie im verwunschenen Wald, im Spinnenwald waren? Oder wo, was war da? Ah, nee, das du denkst an die Zentaur, genau. Ah, nee, das waren Zentaur. Ja. Zentauren, ja. Ein Greif. Pass auf, wenn der Geralt jetzt hinterm Baum steht, dann gibt's wohl schwierig für den. Toll, Harry, toll. War für meinen Sohn ein ganz großer Moment. Ihn sieht auch gut aus. Sehen. Das sieht schon mal 10 Klassen besser aus als Quidditch in den ersten beiden Filmen. Ja. Musik ist auch gut. Wer ist das? John Williams? John Williams, ja. Ich meine, ja. Das, ich lese gerade im Chat. Jetzt streicht er doch mit der Pfote über das Wasser, ne? Rikutor schreibt, das ist der letzte Harry Potter-Film mit John Williams Soundtrack. Danach war es Hans Zimmer oder was? Hier. Ey, ich finde das so cool. Mhm. Ich finde das, es ist wirklich, es ist eine tolle, tolle Szene. Einfach mal, ja, fliegen lassen. Guck mal, was für geile Bilder das sind, ey. Ja. Es ist faszinierend. Gerade als Kind fand ich es unglaublich faszinierend. Das hat Cuaron einfach verstanden, wie keiner von den Regisseuren diese Welt zu erzählen. Aber ein bisschen unfair, dass er der Einzige ist, der das so erfahren darf. Na, die anderen hatten ja alle keinen Bock. Genau. Oh. Die haben sich ja nicht getraut. Außerdem, wir gucken mal, wie die Szene weitergeht. Jetzt will er auch. Oh, du kleines ADHS-Kind, ey. Bam, Alter, jawoll. Schlitzen am besten direkt komplett auf, Hurensohn. Ja, jetzt gucken wir an. Das habe ich nie verstanden, warum Malfoy für seine Rumheulerei niemals gedisst wird. In 5 Büchern bisher nicht und in den Filmen auch nicht. Vor allem jetzt mal ganz ehrlich, der hat ihm doch nur einen Stofffetzen vom Ärmel gerissen. Ja, aber trotzdem, der heult ja immer rum, der kleine blonde Wichser. Jetzt mal ehrlich. Hey, der ist genauso am Heulen, wenn er nämlich keinen dabei. Ja, doch. Ich verstehe nicht, warum so ein Typ so lange so durchgefüttert wird irgendwie und groß aufgebaut wird. Obwohl es halt genug Gelegenheiten gab, wo der sich einfach lächerlich gemacht hat, peinlich ist, weinerlich oder sonst irgendwas. Und ich verstehe nicht, warum da nie einer drauf eingegangen ist. Ich sag mal so, Harry Potter bietet jetzt auch nicht viel mehr an. Naja. Es sind halt beide, die sind ein lamer Held und ein lamer Antagonist. Also du kannst ja nicht den einen zum Lappen machen und dann ihm Badass-Bösewicht gegenüberstellen. Das macht ja nur Sinn. Es sind halt beide sind halt weit 13. von Topform entfernt, sag ich mal. Da
Das ist nicht Neville. Neville war doch dick, der ist doch dünn. Der sieht überhaupt nicht aus wie Neville. Pubertät. Die machen halt einen Schuss und dann sind sie plötzlich dünn. Ja. Pubertät und wenn dein Darsteller plötzlich reicher Filmstar wird, das kann schon verändern. Ede, das sind Kinder. Ja, come on, das könnt ihr doch jetzt nicht entschuldigen, das sind Kinder. In der Zeit wie Harvey Oswald, 20 Jahre später. In der Zeit hat Anakin Skywalker schon eine komplette Jedi-Schule ausgerottet. Das ist ein guter Maßstab, ja. Naja, aber also wenn das Alter eine Entschuldigung sein soll, tut mir leid. Aber Anakin war älter, als er die Kids abgemurkst hat. Ja, und ja. Aber Malfoy macht auch in 2-3 Jahren nichts Cooles. Nee, das stimmt. Aber er ist ja auch nicht der wahre Antagonist, ne? Wie heißt er nochmal? David Thewlis oder so, ne? Der Schauspieler? Ist das wieder dieser Nähegrip-Spiegel? Das ist einfach oder ein Bandschrank. Das ist ein Bandschrank. Achso, das ist ein Schrank. Ja, David Thewlis. T-H-E-W-L-I-S. Schwierig. Das finde ich ganz interessant. Oh nee, das wird doch nichts mit Neville, ey. Super. Ach ja. Einfach super. Ja, dein Arm ist kaputt. Warum drängelst du dich denn auch noch vor? Ach, Alan Rickman ist so toll, ey. Ja. Ja. Fuck, das ist doch viel gruseliger. Und jetzt hier schönes Foreshadowing fürs Finale. Okay, wovor hat Harry Potter Angst? Vor den Dementoren. Hier, yeah, zack. Sehr gut. Ha ha.
Merkt ihr das, was der für geile, coole Transitions da immer drin hat zwischen den einzelnen Szenen? Ja, das ist alles sehr geil. Das ist sehr geil gewesen. Ey, wirklich. Und diese riesen Pendel, ne? Ich meine, sie sind auch nur Foreshadowing fürs Finale so. Aber einfach mal, dass er die einfach so da reinbaut, das finde ich halt, fand ich echt jetzt nicht saugeil. Spoilen, bitte. Ich sagte nur, dass es noch eine Rolle spielt, beziehungsweise halt eine geschichtliche Bedeutung hat. Hier im Chat heißt es, der also No Gaming Talent schreibt, der Fake Dementor hat die gleiche Macht wie ein echter Dementor. Deshalb ist Sirius dazwischen gegangen. Nicht Sirius, wie heißt er? Lupin. Mhm. Was mich auch schon immer ein wenig gewundert hat, dass diese Macht. Dass er dazwischen gegangen ist oder dass der die gleiche Macht hat? Vielleicht auch beides. Ich meine, Hogwarts hat auch nicht immer nur freundliche Seiten für die Schüler und Schülerinnen übrig, aber vor allem, dass er die gleiche Macht hat, dass er solche einzigartigen magischen Fähigkeiten exakt imitieren kann. Ach, guck mal, jetzt hier im Chat wird direkt widersprochen. Er ist dazwischen gegangen, weil er dachte, dass Voldemort kommt. Er ist im Buch so tatsächlich. Deswegen kommt Harry gar nicht erst dran. Ich finde, aber da war ja ein Dementor und er kann ja wohl einen Dementor von Voldemort auseinanderhalten. Ganz genau, deswegen bin ich auch deiner Meinung oder der Meinung vom ersten User, dass hier unterbrochen wurde, weil der Dementor zu stark für Harry ist. Ja, okay. Oder Harry vielleicht einfach zu krass auf Dementoren noch reagiert. Also, vielleicht hat er auch Angst gehabt, dass Harry schon wieder in Ohnmacht fällt, weil er halt glaubt, genau, das ist wirklich ein Dementor. Aber das genau, muss ja nicht bedeuten, dass der Irrwicht unbedingt die gleichen Fähigkeiten eines Dementoren hat. Ach, du meinst, dass das in seinem Kopf stattfindet, viel mehr, als dass es wirklich die Mächte des... Naja, es findet ja alles in so gesehen im Kopf statt. Ich meine, der manifestiert sich ja als die Ängste, die du in deinem Kopf trägst. Der manifestiert sich ja immer nur an einer Person. Also beziehungsweise an dem Innenleben einer Person. Sonst hätte er ja wahrscheinlich mehrere Formen angenommen oder annehmen müssen, wenn da irgendwie 3 oder 4 Kinder vor ihm steht. Aber er sucht sich ja einen aus. Genau, ja. Und vielleicht hat Lupin gedacht, okay, wenn er jetzt ein Dementor ist, dann kriegt Harry halt wieder so einen Anfall und sonst irgendwie wollte das halt verhindern. Also zumindest wäre das jetzt eher mein Eindruck so. Dass es nicht unbedingt darum geht, dass er die gleichen Fähigkeiten hat, sondern nur, dass Harry die gleiche Reaktion zeigt. Ich sag da gleich noch was zu. Das finde ich eine sehr spannende Überlegung. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel gelabert. Der hat jetzt gesagt, er kennt die Mutter von Harry Potter, ist eine Befreundeten oder was? Er kannte beide tatsächlich. Beide. War mit beiden in Hogwarts. Auftritt Nummer 2 von Percy und ich glaube, das war's dann auch, oder? Hat jemand die Giraffe gerade gesehen? Mhm. Und der Ritter, der da hinten rumgeeiert ist, das ist doch der, den er losschickt auf die Suche, oder? Im Sir Buch. Cadogan. Mhm. Ja. Alter, was hat denn Dumbledore für Schaufeln da als Fingernägel? Habt ihr das gesehen? Ja gut, bei dem Milbenbart kommt das jetzt nicht so überraschend, ey. Snape. Sirius Black? Ja.
Das war eine Tür. Ja, im Zweifelsfall geht der Einbrecher wahrscheinlich woanders rein. Ja, kommen selten durch das große Haupttor, das stimmt schon. Lockdown vor der vierten Welle. Wie die da einfach da labern, während die da alle versuchen zu schlafen. Würde ich auch sagen, Dumbledore, sorry, aber morgen 8 Uhr. Ne? Morgen 8 Uhr Klausur, ey. Muss wieder irgendwelche Pflanzen schweben lassen. Kannst du mal irgendwo anders hingehen? Ach geil, die haben auch diese Lampe, die mir auf Instagram-Werbung immer vorgeschlagen wird, die so Planeten an die Decke zaubert. Kennt ihr die Prank-Szene verbunden mit der gerade gesehenen Aufnahme? Da hat tatsächlich die ganze Filmcrew einmal Daniel Radcliffe getrollt. Ich habe sie mir leider noch nie angehört, aber mehrfach das Thumbnail schon gesehen. Dachte, vielleicht hast du die mal gesehen, Daniel. Endlich! Die Prank-Szene? Auftritt Snape. Ja, sie haben... Da ist er. Such ich mal raus. Schicke ich euch bei Discord. 394. Oh, da hat sich jetzt mein Sohn auch richtig aufgeregt über die Szene. Was ist das, eine Gatling-Gun? Achso, das ist ein Dia-Projektor. Oh. Nerv nicht. Ey, Rickman ist einfach so Gold für diese Rolle und für diese Reihe. Ey. Ja, Mann. Real Talk. Bam. So nehme ich. Jetzt sag doch mal, Anton, oder? Das ist doch doof. Hm? So wie sie es, was sie jetzt da gemacht haben. Mit der Zeichnung? Nee, generell. Diese ganze Unterrichtsstunde, dass sie so verändert haben. Ja. Also, ich glaube, wir werden fast alle Szenen vorfinden, in denen ich sage, war im Buch aber besser, aber es wird ja auch irgendwann redundant. Leute, ich habe gesagt, hört auf mit diesen Buchvergleichen ständig. Ich habe es doch gerade gesagt. Aber hier geht es ja wirklich darum, dass der Film dem Zuschauer schon gewisse, weiß ich nicht, Informationen mit auf den Weg gibt, die halt die Spannung meiner Ansicht nach schmälern. Ganz einfach. Weil es ist ja im Endeffekt, ist das ja hier eine Krimi-Geschichte so. Fast jeder Film, gerade die ersten vier Bücher sind meiner Ansicht nach immer auch Kriminalgeschichten oder irgendwie ein Rätselraten, eine Suche oder sonst irgendwas. Und das kriegt sie im Buch einfach deutlich spannender und mysteriöser hin, sodass du halt mehr aufpassen musst.
im Vergleich zu dem Film. Ja, das mag ja sein, aber da kann man sich ja jetzt nichts verkaufen. Also ist halt einfach so. Lass uns bitte beim Film bleiben. Ich habe die Bücher nicht gelesen, das bringt mir nichts, diese Information. Da haben wir ihn wieder, guck mal. Und den Schnatz. Selbst das Quidditch-Spiel finde ich besser als in den vorigen Filmen. Das sieht auf jeden Fall viel besser aus, aber gut, das wäre auch, alles andere wäre auch. Sehe ich das richtig, dass der Schnatz, also der muss auch nicht innerhalb des Stadions sein, der kann komplett wegfliegen, ja? Offensichtlich. Ist nicht ganz geklärt, würde ich sagen. Ich behaupte, er wird sich nicht in mehr als 100 Meter, 200 Meter vom Stadion entfernen. Zumindest in der totalen Entfernung. So, und die Dementoren haben es auf jeden Fall auch auf Harry abgesehen. Mhm. Boah, was war das? Scheiße, sie haben sein Gesicht. Und er fällt mal wieder runter, ey. Das überlebt er nicht. Film vorbei. Und damit ist die Geschichte von Harry Potter zu Ende. Auf einen Aufschlag. Ist aber halt auch nicht die beste Idee, Quidditch zu spielen, wenn man weiß, dass die Dementoren da oben rumflattern, oder? Richtig. Da hat sich Dumbledore ehrlich gesagt ein bisschen überschätzt. Der wohl dachte, er kann sie nur mit seiner Präsenz fernhalten. Die Nazgul dürfen nicht aufs Gelände. Die halten sich nicht an die Regeln. Naja, Moment, die sind ja eigentlich Staatsdiener. Ja, okay. Also verbeamtet meinst du, ja? Ja. Aber es ist sehr lokal, der Film, ne? Also es ist alles sehr, spielt alles im Umkreis von 300 Metern. Gefühlt so. Aber sieht bisher zum ersten Mal größer aus. Das stimmt, ja. Auch ein schöner Übergang. Mhm. Die Wetterübergänge sind sowieso ziemlich cool. Also wie er die Jahreszeiten vermittelt. Gefällt mir auch richtig gut an dem Film. Jetzt dürfen sie alle Butterbier saufen, nur der arme Harry nicht. Was ist denn Butterbier? Deren Alkohol. Also Alkopops, glaube ich, eher. Warm natürlich auch. Classic British. Ich
Mooney Warmte. Sowas hätte ich auch gern gehabt. Früher. Für irgendwas. Schatzkarte. Nee, eine Anwesenheitskarte. Dass die Lehrer hätten. Nie wieder Sitzplatzprobleme. Nie mehr Sitzplan erstellen. Das könnte ich für Warzone gebrauchen. Ja, also. Ja, das wäre quasi Komplettkarte. Mit Feindanzeige. Ich meine, wir hätten gerade übrigens kurz den Namen Newt Scamander auf der Karte gesehen. Schon ein Foreshadowing und ein kleiner Filmfehler zugleich auf die fantastischen Tierwesen. Wo ja das die Hauptfigur ist. Aber das spielt doch vorher, oder? Ja, deswegen eigentlich ergibt es nicht so viel Sinn. Es sei denn, das ist ein gleichnamiger Nachfahre oder so. Obwohl, der könnte ja auch so alt sein wie Dumbledore zu dem Zeitpunkt. Und dann unsichtbar durch die Schule schleichen. Das könnte sein, ist aber ein bisschen gruselig. Sind die wieder in der Winkelgasse? Ja, ne? Nein, das ist Hogsmeade. Nee, das ist Hogsmeade. Das Zaubererdorf vor den Toren von Hogwarts. Die einzige rein von Zauberern und Zaubererinnen bewohnte Stadt in ganz Britannien. Deine Familie. Er spricht wie Falco. Deine Familie. Und der Kommissar geht rum. Amadeus, Amadeus. Harry Potter, Harry Potter. Bam. War der 3D der Film? Nee, das war noch davor. Behaupte ich. Ich glaube, wenn das hier stimmt, was ich lese, gibt es nur die letzten Teile auf 3D oder als 3D-Film. Völlig unnötig auch eigentlich, oder? Die dann noch in den Schnee zu stoßen. Da war jetzt Homer Simpson mal kurz am Start. Ach, da sind die Schrumpfköpfe wieder.
Peter Pettigrew. Kennt man den schon? Nee, ne? Mhm. Der ist ja ein richtig schlimmer Finger. Der Onkel, der Pate, der Patenonkel. Sein Michael. So, Jütchen. Welcher Michael? Was sagen wir denn jetzt zu dieser Szene? Der Pate, Michael. Ach, Michael Corleone, was? Genau. Was sagen wir dazu? Was sagen wir zu dieser Szene? Ja. Ja, noch nicht so viel. Also es war jetzt pures Exposition-Dump, meiner Ansicht nach. Ja, ja, klar. Aber irgendwie müssen sie ja die Story mal weitermachen. Ja, aber warum waren sie jetzt bei ihr? Das habe ich anhand des Filmes nicht verstanden. Warum waren sie jetzt bei ihr? Also tatsächlich gehen die einfach da einen trinken. Ist im ja, das, worüber wir nicht reden dürfen, dass ja. dessen Name nicht genannt werden darf, da ist es okay. Da gehen sie einen saufen. Aber hier kommen sie hin und sagen das, was der Zuschauer eigentlich wissen soll. Und dann gehen sie wieder, ist die Szene vorbei. So, also das muss man halt leider auch sagen. Irgendwie, ja. Das hat er nicht gut gelöst. Hm. Oh, das ist ziemlich emotional gerade, warte. Und wieder so ein schönes Jahreszeitenwechselbild. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber Daniel Radcliffe, der kann doch nicht schauspielen. Also ich finde, in dem Film hat er sich ein bisschen gesteigert im Gegensatz zu den beiden vorherigen Filmen, aber ich finde, er steht halt immer noch sehr oft da und als wüsste er nicht so genau, was er vor der Kamera machen sollte. Aber ich finde, in dem dritten ist es schon besser. Und das ist jetzt auch ein sehr schönes Set, finde ich. Beziehungsweise optisch sehr schön eingefangen gleich alles. Ich mag diese Wirbelsäulenkerzen. Ach, Junge, ey. Ja, aber Eddie, jetzt muss man mal sagen, ich finde das eigentlich echt ganz gut, was der Film hier schafft. Und das ist mir auch beim ersten Mal nicht so aufgefallen, aber er braucht einen glücklichen Gedanken. Er braucht einen glücklichen Gedanken, um diesen Dementoren besiegen zu können. Mhm. Und der Film schafft es hier an dieser Stelle meiner Ansicht nach, einmal deutlich klarzumachen, okay, was hatte Harry bisher denn jetzt an glücklichen Momenten, an die er sich, auf die er sich stützen kann? Ah, ja, so. Okay, guter Punkt, aber ja. Ja, also das ist mir vorher auch nicht so bewusst geworden, aber auch jetzt erst beim, keine Ahnung, wiederholten Schauen. Aber ich finde, der Moment hier, der schafft es eigentlich ganz gut. Vor allem halt auch dieses, das Gespräch jetzt hier mit Lupin so. Ich finde, das zeigt mal einmal, okay,
er mag ein Lappen sein, ne? Aber er ist auch nicht ganz umsonst ein Lappen, beziehungsweise ganz freiwillig ein Lappen so. Und das finde ich jetzt so im Nachhinein echt schon einen schönen, starken Moment, der mal ein bisschen zu dem emotionalen Kern dieser Figur vordringt. Ja, warte, jetzt kommt's. Also, Achtung, auch jetzt kommt der gute, jetzt kommt nochmal die Chance, zweite Chance. Jetzt muss er es ja wohl schaffen. Okay, jetzt müssen wir natürlich wissen, was war der gute Gedanke? Seine Freunde bestimmt. Freundschaft oder sowas. Habe ich verpasst. Was hat er gesagt? Hermine? Nee. Und jetzt? Hab an ihn gedacht. An ihn? Die Eltern. Beide. Ich denke, er war ein Baby, als die Eltern gestorben sind. Deswegen, er weiß nicht mal, ob diese Erinnerung zutrifft, aber es hat ihm einfach die Kraft gegeben. Und ich muss nochmal betonen, die Dementoren sind halt quasi Elite-Einheit. Also gegen die bestehen kaum Zauberer. Deswegen ist Expecto Patronum auch so ein super schwieriger Zauber. Das ist schon krass, dass er das schafft. Und eben noch ziemlich geil, die Szene war die ganze Zeit aus einer Perspektive gezeigt. Und erst ganz am Ende hat er die Kamera einmal auf die andere Seite gepackt und hat dann so ein bisschen die Weite des Raums gezeigt. Super. Lieblingsszene meines Sohnes des Films gewesen. Den Anzug hole ich mir für die nächste Weihnachtsfeier. Auch geile Sets, ey. Sage. Argus Filch. Peter Paddington. Pettigrew. Und wieder mal schleicht Harry Potter nachts durch Hogwarts. Ohne Tarnumhang. Ohne Tarnumhang diesmal. For the flex. Und geht irgendwo hin, wo er eigentlich nicht sein soll. Was wird er diesmal entdecken? Tja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die im Gemeinschaftsraum ein Klo? Ich weiß nicht genau, wie du da jetzt drauf kommst, aber ich glaube schon. Weil Ellie sagt ja, und wieder schleicht Harry Potter dahin, wo er nicht hin darf. Ach so, ja, doch, das. Aber
normalerweise, wenn der jetzt sagt, ich muss pinkeln, wo geht denn der hin? Also der geht doch, also ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, bisher sind doch die Waschräume irgendwie überall im Gebäude verteilt, oder? Ich würde sogar sagen, zu jedem Schlafsaal, die sind ja auch nochmal nach Klassenstufen getrennt, gehört ein Bad, ein Gemeinschaftsbad. Okay. Aber ganz sicher, also die haben auf jeden Fall da was. Aber wenn er jetzt, sag ich mal, jetzt da ist und sagt, ey, ich muss pinkeln oder ich muss irgendwie mal, ich muss dringend aufs Klo, dann dürfte ihm doch eigentlich keiner irgendwie, weiß ich nicht, eine Strafe aufbrummen, Gryffindor irgendwelche Punkte abziehen oder sonst irgendwas. Oder nicht? Ich bin da bei dir. Scheint mir ein Menschenrecht. Zaubererrecht. War auch gut. Interessanter im Hintergrund, das Porträt guckt auch mit. Ach, das Zonko-Sortiment. Aber diesen Peter Pettigrew, das war jetzt irgendwie... Der ist ja irgendwie lang. Zumal der ja gar nicht da rumlaufen dürfte. Das hat ja der ist ja tot, oder nicht? Das hat ja der Fudge, also der Minister, eben gerade in Hogsmeade, der. Ja, genau, das hat man ja eben auch nochmal gehört. Genau, der Kneipenbesitzerin erzählt. So. Richtig. Ja, weil ja hier nichts Unmögliches passiert in diesen Gebäuden. Gibt es eine magische Welt, in der Tote auferstehen lassen Alltäglichkeit ist? Also das ist ja eigentlich immer die rote Linie, oder? Das kann ja kein Genie, kein Zauber. Moment, in diesem, die haben Geister als Mitbewohner in diesem Schloss. Aber die sind ja nicht wirklich wieder zurückgekehrt. Das sind ja keine... Also die leben ja nicht. Ja gut, die aber schmecken nix, die wir wissen ja auch nicht, was nix. Mit Peter Pettigrew ist. Wir wissen nur, dass er die Fußspuren da rumgewandert ist. Ja, also, aber die Geister werden von der Karte ja nicht angezeigt, oder? Oder wird so ein Peeves da angezeigt? Trotzdem, du kannst mir nicht erzählen, dass hier Dementoren sind und weiß ich nicht was für Wesen und Geister, aber wenn er sagt Peter Pettigrew, oh Moment, das kann nicht sein, das ist ja völlig verrückt. Sowas haben wir in Hogwarts noch nie gesehen. Ja, also Geister ja, aber
wiedererweckte Menschen, die wirklich wieder Menschen sind und weiterleben, das geht nicht. Aber das hat er ja auch gar nicht gesagt, wiedererweckt. Er hat nur gesagt, dass er ihn auf der Karte Peter Pettigrew gesehen hat. Das stimmt. Aber nach so 16 Jahren kommt so ein Geist eigentlich, glaube ich, nicht. Der müsste schon länger in Hogwarts spuken. Also, das gibt's wohl auch nicht. Du bist tot und dann kannst du nach 16 Jahren noch die Option Geist ziehen. Vielleicht bist du auch nur ein Geist, wenn du dich dazu entschließt, in Hogwarts rumzuhängen. Das, ich glaube, die gibt es auch noch an anderen Orten. Ja? Werden mal an anderen Orten irgendwie Geister gezeigt? Ich meine, Zaubereiministerium wäre auch was auf jeden Fall. Also es sind schon eher magische Ballungsorte. Ja, okay, aber das meine ich. Magische Ballungsorte. Also die könnten jetzt nicht irgendwo auf einer Almhütte da rumspuken oder da rumvegetieren. Na, wobei, oder was weiß ich. Dann würde ja die heulende Hütte nicht existieren. Solche Hütten aber die heulende ja auch Hütte ist doch. Aber wieso? Ich meine, die heulende Hütte ist ja jetzt nicht. Können wir ja nachher nochmal. Ja. Das ist der Palantir, oder? Mhm. Ja. Gib mir eine Armee, die Mordors würdig ist. Ja, exakt. Holy shit. Emma Thompson ist schon eine gute Schauspielerin. Ja, auf jeden Fall. Nathan Weiss hat die Impfnebenwirkungen. Witzig. Ah. Der Henker, ne? Ja. Wie heißt der? Der hat da auch einen Namen, der nochmal irgendwann später von Bedeutung ist, oder? Warte. Der wird wahrscheinlich den Vogel umbringen. McNair heißt der. McNair. Und war der auch mal irgendwie. Ist ein Kumpel von Lucius, oder? Auf jeden Fall. Ja, okay. Oh, da ist der Malfoy am Spannen. Von Hermine hat man noch gar nicht so viel gesehen in diesem Film bislang. Da kriegst du jetzt deine Szene, deine Hermine-Szene. Wie er mit einem Fernglas da oben ist, um diese Hinrichtung zu sehen. Oh, das ist so ein Kackkind. Guck dir an, die Nulpe, ey. Oh, Sucker Punch. Das hat mein Sohn auch gefeiert. Nicht schlecht. Plus eins für Gryffindor. Och, der ist ja ganz süß sogar. Das Viech war doch auch bei Jabba auf dem Thron. Ja. Wie hieß das Vieh bei Jabba auf dem Thron? Das weiß ich nicht. Oh. Hat das einen Namen gehabt? Ja. Aber der fällt nicht im Film. Im Film fällt er nicht, ne. Wie heißt es?
Salacious B. Crump oder so heißt der. Ach ja, Salacious B. Crump, ja. Stimmt. Also ich glaube so, das ist der Name. Und ist irgendwie ein Rattenaffe oder sowas, wenn ich es richtig mal verstanden und gelesen habe. Ist eine solide Beleidigung. Du Rattenaffe. Also irgendwie so Rattenaffen-ähnliches Vieh. Peter Jackson würde sich bedanken. Boah, Dumbledore kommt mit dem Henker jetzt. Ich sag doch, der ist vor den Vogel. Ja, du hast völlig recht, ja. Vom Ministerium ausgeschickt. Aber immerhin so ein geiler, schöner, so ein praktisches Monster noch einfach mal in der Ecke so zu haben, finde ich super. Warum auch immer es da ist. Der Wildhüter hat Homeoffice. Ja gut, außer vielleicht, genommen. Um so genau das Image von Hagrid ein bisschen weiter aufzubauen. Ja, klar. Ja, und jetzt können wir uns doch eigentlich schon, also wir sind doch jetzt so gesehen eigentlich schon fast im Finale, oder? Wir sind ja jetzt schon so im... Ja, letztes Drittel. Ja, letztes Drittel, ne? Da kommt der Wolf. Ich sag's euch, I call it. Werwolf. Er merkt's auch. Muck ist geil. Never ever köpfen die den Vogel. Never. I don't buy it. Straight out of Bloodborne. Ah, Dragon Knight Hallbird. Oh, for real? Also das kommt, finde ich, im Film auch nicht ganz so gut rüber, will ich aber nochmal erwähnen. Kretze galt jetzt für mehrere Monate als tot. Ron hat sie gerade erst wiedergefunden. Aber Moment, hat ja, er jetzt den Griffin, wie heißt das Vieh, den Vogel jetzt wirklich geköpft? Hm. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich sag's, wie es ist. Okay, jetzt überschlagen sich hier aber die Ereignisse, Leute. Und jetzt kommen die Weide. Alter, jetzt haut auch noch der End die weg, ey. Aber die kennst du ja schon aus dem letzten, den kennst du ja schon aus dem letzten Film. Ja, da sind die doch mit dem Auto drin gelandet, oder? Genau. Ja, er scheint Harry noch in guter Erinnerung zu haben. Der Wichser! Das war mein Lieblingsast! Ja, genau. Hat mich 50 Blätter gekostet. Und er hat die Brille verloren. Eieiei. Also der Logik nach müsste dieser Baum auch gefällt werden vom Henker. Ist ja weitaus gefährlicher, was der Baum macht, als was der Vogel gemacht hat. Naja, aber der Baum macht es ja nur, wenn du zu nahe kommst. Also der Vogel auch. Stimmt. Das stimmt. Aber dem Vogel musst du halt auch zu verstehen geben, dass du ihm, sag ich mal, dass du down mit ihm bist, so, ne? Also dass du halt unterwürfig bist. Dann lässt er dich ran.
die Weide haut halt immer zu, egal was. Ja, eben. Es spricht ja noch mehr dafür, die Weide einfach zu entwurzeln. Also, es ist quasi ein kulturelles Erbe des Schlossgeländes, diese peitschende Weide. Mal ganz von diesem ganzen Kladderadatsch abgesehen, bin ich völlig bei euch. Das ist ein klassischer Rowling, eine klassische Rowling-Weltentscheidung. So ein bewegender Baum wäre doch cool. Den setze ich mal aufs Schlossgelände, auch wenn der total tödlich ist. Was soll's? Die paar Elfjährigen. So, Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die sind in die Baumwurzel gegangen und sind jetzt in einem Haus. Genau. Genau, die sind jetzt genau da, wo sie vorhin vor dem Haus standen. Sie standen vorhin vor dem Haus, in dem sie jetzt sind, als Harry Malfoy und seine Jungs mit dem Tarnumhang fertig gemacht hat. Bei der Schneeballschlachtszene. Die peitschende Weide ist mit einem Tunnel mit der heulenden Hütte verbunden. Ist es Sirius Black? Ist es Sirius Black, Gary Oldman? Ach du Scheiße, sie sind ja ihm in die Falle gegangen. Ich habe noch nicht einen Satz gesagt. Das sind alle Buddies. What? Nein, der ist auch böse. Die sind beide böse. What a twist. Was? No. Das ist ja Oliver Kuritke. So, gleich gibt's die volle Schauspielpower. Jetzt kommt auch noch Snape. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Der saved schon wieder den Day. Mehr Talent wird in keiner Szene in diesem Film vorhanden sein. Hey, wie gut die beiden sind. Was? Ja, ich töte den Einzigen, der mich gerade gerettet hat. Die Ratte. Sehr gut, Eddie.
Was zur Hölle ist das? Das ist Peter Pettigrew. Wurmschwanz auch genannt. Harry wird Bruchhang. Dann schreibt einer im Chat. Tatsächlich. Sehr lustig. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Es sieht wirklich aus wie Harry Potter. Aber sie wollten doch Harry umbringen, oder nicht? Nie. Nee, es ging die ganze Zeit um Peter, ja? Also es als war sie ja darüber geredet haben, lass ihn uns umbringen, ging es die ganze Zeit um Peter. Genau. Ja. Okay. Denn wenn Sirius nicht die Eltern verraten hat, dann hat Peter es getan. Also erst. Ja, genau. Also sind die eigentlich gar nicht böse, sondern gut. Mhm. Sirius Moment, ist halt, also jetzt wäre ich hier komplett durcheinander. Der ja. eine Lehrer ist ein Werwolf, der andere, der hier, der Azkaban, hier Gary Oldman, Sirius Black, ist im Prinzip auch gut. Mhm. Und Snape ihm wurde aber ja der Mord an die Eltern in die Schuld, also, beziehungsweise der Verrat in die Schuld geschoben. Wurde und, ihm angehängt. Der Mord an Pettigrew gleich hinterher. Aber Pettigrew und Snape war eben in der Szene simuliert. Dann ja doch der Böse. Ja, Snape ist einfach ein bisschen, hat es nicht mitgekriegt. Too late to the party. Ja. Und er hasst Sirius aufgrund von deren gemeinsamen Jugendzeit in Hogwarts. Also für ihn war es jetzt eine sehr leichte Sache, das einfach vollziehen zu wollen, diese Strafe. Snape lost. Ja, genau, Schleck. Und jetzt, Eddie, kommt das, was wir vorhin in dem Unterricht gesehen haben, als sie gegen den Irrwicht gekämpft haben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, dass als man sich was Schönes Snape vorstellen war, soll. Ja, was Lustiges vorstellen soll. Genau, genau. Rapunzel oder wie das heißt, der Spruch. Ridiculus oder so. Genau, Ridiculus. Das wäre doch eine Win-Win-Situation. Endlich weg von den Dursleys. Hm. Und jetzt? Die Dementoren kommen. Noch schlimmer. Nein, Vollmond kommt. Ach du Scheiße. Und das war das, was er vorhin bei dem Irrwicht gesehen hat. Weil seine größte Angst halt der Vollmond ist. Ah, stimmt. Und Lupin. Das war das, was Schröck ganz am Anfang meinte. Dezenter Hinweis. Der wird wieder eine Ratte. Ich trete zurück. Diese miese Ratte.
Ja, für einen Moment, ne, war alles gut. Für einen Moment, gut. Aber wie uns Gaspar Noé gelernt hat, in einer Sekunde kann dein ganzes Leben vorbei sein. Ich habe die Hausaufgaben nicht. Abzug, das wollte ich noch schnell gesagt wissen. What? Ja, da haben wir ihn. Der ist auch gut. Das ist Sirius Black in seiner verwandelten Gestalt. Denn er ist ein Animagus, der sich aussuchen kann, wann er verwandelt, sich verwandelt. Und Lupin ist halt ein Werwolf. Was Snape in seinem Unterricht angedeutet hat. Oh. Ja, der sieht aber nicht gut aus. Der Werwolf sieht scheiße aus. Ja, da hat die Zeit dran genagt. Mit halt sogar einen Seitenscheitel. Das ist auch völlig out mittlerweile. Hat nicht mal einen Undercut. Das kommt als nächstes ein Werwolf mit Boyfriend-Jeans. Brusttasche. Mit Tigermantel. Ja, sag mal, Chat, als ob ihr das alles beim ersten Mal alles sofort gerafft habt. Könnt ihr mir nicht erzählen, das sind hochkomplexe Thematiken hier. Jeder, der hier in dem Film auftaucht, hat ja mindestens 3 verschiedene Persönlichkeiten und Formen und Gestalten. Ja. Also, Tino Hahn hat mir gerade geschrieben. Sorry, sag. Nur ganz schnell. Klar. Obwohl, nee, komm, wir gucken uns das noch an. Weil das finde ich jetzt auch ganz geil. Da sind die Dementoren, sind gekommen, um Sirius Black zu holen. Und Harry Potter muss jetzt die Dementoren wegscheuchen, um Sirius Black zu sichern, weil das ist seine Chance, um bei den Dursleys auszuziehen. Und er muss auch sich selbst retten, weil die Dementoren... Stimmt, die wollen ihn ja auch. Genau. Er ist einfach zu lecker für sie. Und deshalb muss er jetzt an sowas krass Schönes denken. Vorhin hat es nur bei einem geklappt. Jetzt muss er hier gegen, weiß ich nicht, Dutzende. 100, ja. Und das sind diesmal echte und nicht Irrwichte. Also schwierig. Der Keksdieb schreibt, sorry Ede, aber neben mir sitzt meine 70-jährige Mutter und kann nicht fassen, wie begriffsstutzig du bist. Grüße an die Mama. Das finde ich aber schön, dass Harry Potter auch so viel, also so breit die Generation miteinander verbindet. Der Kuss des Dementors. Aber kann deine Mutter auch 5 Punkte beim Dark Souls No Death Run machen. Now we're talking. So, hier, Harry Potter hat auf jeden Fall verloren, ey. Jetzt kommt schon wieder ein Fabelwesen. Ein gestaltlicher Patronus. Das sind quasi jetzt, das, was Harry macht, das ist erste Klasse. Das ist, wie es eigentlich ist. Das kann nur Dumbledore so krass sein. Oder Hermine. Nee, das kann doch nicht mal Hermine. Nee. Die kann doch nicht mal noch so ein Dulli-Patronus. Seele gerettet. Okay, wer ist der Hirsch?
Ja, um das nochmal kurz aufzugreifen, Sirius Black, du wirst es nicht sehen. Harry verliert das Bewusstsein. Im Ernst? Ihr wollt mich wohl verarschen. Ich will jetzt wissen, wer der Hirsch ist. Sirius Black, a.k.a. Tatze, Peter Pettigrew, a.k.a. Wurmschwanz, Remus Lupin, a.k.a. Mooney. Es fehlt noch James Potter. Wir wissen noch nicht, wie er heißt in der Freundesbande. Was er für ein Tier ist. Das ist echt ein geiler dritter Akt, muss man mal sagen, ne? Weil es geht zack, zack, zack. Schlag auf Schlag. Weil jetzt geht es ja direkt weiter. Das ist ein richtiger nackte Kanone-Joke, ey. Ja, sprich doch in Rätseln. Nee, Hermine peilt's ja. Ja, aber kannst du auch sag doch gleich, wo sie hingehen sollen. Das ist für die juristische Belastbarkeit. Ah ja, stimmt. Von mir haben sie es nicht. Und das finde ich, leider macht der Film auch nicht gut. Wieso, ist doch ganz cool, wie sie jetzt zurückspulen. Ist ein bisschen geklaut aber, von die Zeitmaschine. Aber die Kette kommt halt echt so Deus Ex Machina mäßig. Ich finde, die kommt einfach ein bisschen aus dem Nichts. Wo hat sie das Teil denn her eigentlich? Das hat sie schon die ganze Zeit. Die Kette naja, hat aber sie sogar im das Film. Kommt jetzt, das kommt jetzt, Leute. Glaube ich zumindest. Ah, deshalb das Uhrwerk, was du vorhin angesprochen hast. Und wir müssen uns daran erinnern, dass Ron im Film mehrfach gesagt hat, hey Hermine, wo kommst du auf einmal her? Bist du schon die ganze Zeit bei uns? Auch das wird jetzt nochmal relevant. Verstehe. Aber das, finde ich, macht der Film nicht so klar. Also der Film spielt es irgendwie doch schon etwas runter. Obwohl man, wenn man ja genau hinguckt, kann man die Kette ja schon ein, zwei Mal sehen vorher. Aber der Film spielt es halt meiner Ansicht nach ein bisschen zu arg runter, sodass er jetzt diese Kette wie aus dem Nichts kommt, wie Eddie schon sagt. Ich verstehe den Eindruck völlig. Batz. Das ist schön, dass wir das nochmal sehen. Ja. Blöd, dass es halt wieder kein anderer Hogwarts-Schüler sieht. Stimmt. Ja, guck. Ja, lustig, wenn sie jetzt stehen bleiben würde, ihm da Clothesline würde. Das würde er seinen Lebtag nicht vergessen, ey. Ja. Nee. Vor allem wäre er, glaube ich, schon, dann wäre er jetzt schon durchgedreht. Wäre jetzt richtig irre. Wie geht das? Kann die apparieren? Ich bin übrigens ganz bei dir, Daniel, dass man das hätte cooler und deutlicher aufbauen müssen, aber naja, ist immerhin angerissen. Ja, aber ne, also das stört mich schon am Film. Also, dass das halt einfach wie so ein Deus Ex Machina plötzlich irgendwie gezogen wird, so, und das weiß ich nicht.
Ja. Hätte er noch ein, zwei Gelegenheiten mehr drauf eingehen können. Die retten den Vogel jetzt, stimmt's? Ich habe euch gesagt, die töten nicht, die köpfen nicht einfach einen Vogel in diesem Film. Der Vogel wird am Ende leben, ich hab's gewusst. Never ever in so einem Kinderfilm wird ein Vogel, der so lieb Kürbisse isst, einfach geköpft. Ich wusste es. In welchem Jahr spielt Harry Potter? Das ist 94, 95 gerade. Jetzt sind sie gerade in 1955 Hill Valley. Oder, warte. Nee, aber. Also nee, ich mein, 93, 94 sind wir. 93, 94. Ja, 1980 wird Harry geboren. Jetzt gerade steuert er auf seinen 14. Geburtstag zu. Okay. Also Zurück in die Zukunft dürfte er schon kennen. Er hat ja bei den Dursleys nie Fernsehen gucken dürfen. Aber er wird doch schon von Zurück in die Zukunft gehört haben. Vielleicht hat Dudley ihm mit der Kassette mal verhauen. Sein Bruder, also Dudley guckt doch die ganze Zeit Fernsehen. Er hat doch so einen eigenen Smart-TV im Fernsehen. Aber er darf ja nicht mitgucken. Dudley ist ja ein Arsch. Ja, aber... Irgendwann würde Harry auch mal heimlich geguckt haben, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber... Heimlich Fernseh gucken gehörte schon so ein bisschen zum guten Ton. Aber jeder schleicht rum in diesem Film. Die schleichen sogar doppelt. Ja, Achtung, Eddie, jetzt kommt eine Szene, die vorhin schon mal gezeigt worden ist, aber aus einer anderen Perspektive. Ja, das mag ich. Da hast du gedacht, es wäre der Wolf. Weißt du noch? Stimmt. Ach, Harry. Was soll er machen, dieser unüberwindbare Rabe? Ich muss aber sagen, dieser Part jetzt, der wirkt fast schon so ein bisschen antiklimatisch, weil du hast ja erst die ganze Zeit diese Sirius Black-Geschichte aufgebaut, die jetzt mehr oder weniger schon aufgelöst wurde und jetzt geht es nur noch um diesen Greifvogel, der ja jetzt zwar na, schön ist, wenn er gerettet wird, aber so wirklich in der Hauptstory ja eigentlich keine Rolle spielt. Dumbledore hat sie ja mit den Worten losgeschickt, vielleicht könnt ihr zwei leben, zwei Unschuldige retten. Ja, das verstehe ich schon, aber es ist halt trotzdem jetzt hier seit einer Viertelstunde diese Szene. Das stimmt, ja. Aber das soll, so habe ich es jetzt auch, also habe ich es damals auch verstanden, zahlt ja darauf ein, gegebenenfalls könnt ihr beide retten und nur zusammen kann es auch funktionieren. Naja, wir gucken mal, was noch passiert. Genau. Ich verstehe mal, was du meinst, ja. Also, Kürbisse hat er nicht so Bock drauf. Marder oder so, das ist sein Ding. Das ist das war knapp. Ob Dumbledore schon vorher irgendwie mal zurückgesnitcht ist, um dann irgendwie Dumbledore, zu checken. Der weiß alles. Aber das finde ich einen coolen Gedanken. Also Scout zurückreisen. Schon mal auskundschaften, was der beste Plan ist. Naja, ich meine, er zeigt ihm ja so bewusst in die andere Richtung. Ne? Also man kann davon ausgehen, dass Dumbledore das alles geplant hat. Ja. Weil das hat mich eh gewundert, dass Dumbledore einfach so
dahin geht und so kaltblütig diesen Vogel köpfen lässt. Er hatte offensichtlich einen Plan, weshalb er da auch mitmacht. Habt ihr den Hagrid-Spruch gerade noch gehört? Nee, was hat er gesagt? Bei mir im Haus gibt's gar keine kleinen Gläser, Professor. Er sollte vor jeder Kneipe stehen als Schild. Das ist doch jetzt der verbotene Wald, oder? Yes. Ja, okay. Immobilus. Damit hat Hermine auch die Wichtel ausgebremst im letzten Film. Das ist der Baum. Der hat auf jeden Fall Respekt vor Snape offensichtlich. Der geht da einfach rein. Nee, Lupin hat ihn doch eben gelähmt. Den Baum. Ja? Ja. Er hat auch gesagt Immobilus oder irgendwie sowas. Das, was ach, Anton das, gemeint ach hat. Ach so. Okay. Da hatte ich gerade nicht hingehört, ich habe es nur gehört. Wusste, ja, Leute, regt euch, die regen sich schon wieder auf. Die macht das doch extra. Ihr müsst mal mit mir in Urlaub fahren, Leute. Ja, das müsst ihr echt mal machen. Habe ich auch schon gehört. Ja, Leute. Ich habe halt schon viel erlebt im Leben. Also er glaubt, dass der Hirsch sein Vater ist, oder was? Mhm. Nee, der dahinter stand. Ja, ja. Ja, beides. Das wäre dann Krone, der vierte Name, der auf der Karte des Rumtreibers stand. Die gute alte Kurosawa-Schule. Aber er ist doch da gar nicht gestorben. Für mich ist das so ein Indiana Jones-Moment. Ja, weil sie berufen hat. Als er im Tempel des Todes diese super breit gebaute, ultrastarke Wache mit dem Stein abwirft, die sich dann böse zu ihm umdreht und er in dem Moment feststellt, scheiße, was mache ich denn jetzt? Genau sowas ist es. Ja, aber da, also... Nur weil es da Au gemacht hat, lässt er jetzt von Harry Potter ab. Ja, er ist ja noch ein Harry Potter. Er ist einfach überfordert. Das weiß er ja, aber das weiß er ja gar nicht. Vielleicht hat er das gerochen. Er ist ja da nur auf dem Ruf von Hermine gefolgt. Ja gut, ich glaube, Werwölfe sind ja tendenziell sehr einsame Geschöpfe. Vielleicht war tatsächlich das eine stärkere Signalwirkung, als man das erwarten würde für ihn. Die Dementoren.
Ach, die gibt's ja auch noch. Ja, und jetzt spitzt sich das meiner Ansicht nach wieder richtig schön zu. Und ich finde das, ich fand das damals im Kino eine ungewöhnliche Struktur für den Film, wo ich gedacht habe, okay. Auf jeden Fall. Weil, aber sie hatten das ja schon gewonnen, den Kampf. Wir sehen es jetzt einfach nur noch mal aus einer anderen Perspektive und erfahren, warum sie den Kampf gewonnen haben. Du siehst jetzt, warum sie gewinnen, genau. Genau. Mhm. Hoffentlich wird Harry nicht noch mal ohnmächtig. Dann müssen wir auch noch mal ein drittes Mal zurückspringen. Jetzt sehen wir, wer Harry Hirsch ist. Er ist es selbst. Er ist Harry Hirsch. The fuck? Oh, ich krieg ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Mhm. Mit der Musik? Moment, Harry Potter ist sein eigener Vater? Okay, das ist natürlich ein krasser Twist. Das gebe ich zu. Aber jetzt hat man den Hirsch gar nicht mehr gesehen, ne? Ja, es ist. Ja, der Hirsch hat gefehlt, das stimmt. Weil der Hirsch ist halt die Form, die Animagus-Form des Vaters gewesen. Oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. James Potter als Hirsch, Sirius Hund, Wurmschwanz, Peter Ratte und Lupin logischerweise der Werwolf. Wow. Ja. Was ist aus Alohomora geworden? Keine Zeit mehr. Nee. Weniger Sinn. Wenn schon Sachbeschädigung. Oh, Eddie, hast du dieses Hogwarts-Set gesehen? Aber das war jetzt einfach nur eine Zelle in Hogwarts, nicht in Azkaban, ne? Logischerweise. Nee, das war der Turm. Ja. Da haben wir doch noch gesagt, der hockt in dem Turm, bla bla bla. Ja. Hä, du hast mir deine Bude angeboten. Oh, er muss bei den Dursleys bleiben. Gut, er ist halt immer noch verurteilter Mörder, ne? Auf der Flucht. Ja, aber sie wissen doch, dass er es nicht war. Das müssen ja noch vor Gericht. Aber ja, kein anderer. Ja, muss er nur die Ratte finden. Ja, genau. Und die Ratte ist halt nicht mehr da, das ist das Problem. Auch interessant, dass sie eine Hexe ist und keine Zauberin. Zauberin. Zauberer? Zaubererin. Zauberin. Ja, aber gut, das ist doch dann eine Überlieferung von dem englischen Wizard und Witch, oder? Ja, ja, eben, deshalb. Ja. Da haut er ab und klaut auch noch den Seidenvogel, Seidenschnabel.
Das ist eine beängstigende Vorstellung. Wenn er sich rehabilitieren könnte mit der Ratte, dann wird er wieder eingesperrt wegen Hippogreifdiebstahl. Moment, Regeln sind Regeln. Okay, bester Dialog ever. Und wir haben es geschafft. Was? Okay. Good talk. In der Zaubererschule, wo wir nichts anderes lernen, außer irgendwelche Tricks den ganzen Tag. Ich überlege noch, ob das alles Sinn ergibt, aber ich merke, dass ich an meine Kapazitäten stoße. Ich habe das Gefühl, irgendwo könnte ich eine Lücke finden, wenn ich 2-3 Stunden drüber nachdenke. Warum hat er so viele Totenköpfe? Als ich mit deinem Papa noch getrunken habe. Huiuiui. Quidditch-Meisterschaft. 83. Ging ab. Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt wieder alle schimpfen. Aber so jetzt in der Gesamtstoryline, sind wir da jetzt wirklich vorangekommen? In der ganzen, also ich meine, Voldemort spielt ja hier wirklich eine untergeordnete Rolle. Ja. Genau. Aber man hat hier für die Hintergrundgeschichte tatsächlich eine neue, also hat mehrere Informationen gewonnen. Und halt nochmal eine neue also Dimension. Wir wissen, wer die Eltern verpetzt hat. Okay. Peter Pettigrew. Genau. Harry hat einen Paten, einen neuen, sehr wichtigen Verwandten. So eine Art Elternersatz das erste Mal. Mhm. Und Peter Pettigrew ist aus seinem Versteck enttarnt worden. Er hat jetzt nur noch einen möglichen Fluchtort, nämlich zurück zu seinem alten Meister. Zu Voldemort. Aber dass Voldemort sich so eine Trottelratte irgendwie als rechte Hand sucht, das gefällt mir auch irgendwie nicht. War aber auch nur, weil der die Information hatte, wo Harrys Eltern versteckt sind. Und die wollte er ja unbedingt haben. Also es ist halt jetzt klar, dass die Eltern aufgrund von Verrat auch gestorben sind. Und also wirklich, dass das halt eine größer angelegte Operation war. Okay, ja, gut, aber ja, naja, gut. Nehme ich mal so hin. Ja, wir kommen gleich, wenn der Film vorbei ist, nochmal, glaube ich, zu einem kurzen Punkt. Ich muss es einfach sagen. Auch wenn du es nicht gerne hören magst. Es gab nie einen cooleren Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Alter, Neville wird safe 2 Meter groß. Basketballer. Sirius Black natürlich. Wer sonst? Die Dursleys? Macht. So. Ach, schön. Richtig toll. Und den Abspann finde ich auch klasse. Ey, der Abspann finde ich auch klasse. Ich finde es so cool, wie sie diese Karte da irgendwie implementiert haben. Ja. Aber ein Freeze-Frame, ehrlich? Ja. Ja, das stimmt. Ist nicht der eleganteste Ausstieg, aber ist okay. Aber das ist für mich, ich weiß, Eli, du kannst es nicht hören.
Aber das mit dem Besen jetzt hier, das ist für mich ein Schlag ins Gesicht. Weil das finde ich so dumm, dass sie das komplett weggelassen haben. Ich weiß, ja, wenn sie den mit eingebaut hätten, hätten sie noch ganz viele Storylines oder beziehungsweise noch ganz viel Story mit hinzufügen müssen und so. Aber ich finde, dieser Besen ist im Buch einfach ein essentieller, also wirklich ein essentielles Element für die Charakterentwicklung von Harry. Weil Harry ist in dem Buch so fixiert auf diesen fucking Besen, dass er alles vergisst und stehen und liegen lässt. Ja, und halt wirklich feststellen muss, dass er halt der letzte Idiot ist, weil er halt so auf diesen Besen fixiert ist. Und dass sie das so weglassen haben, verstehe ich bis heute nicht. Hm. Weil mit dem Besen, mit dem Besen gehen halt auch mehrere Turniere einher. Normalerweise ist das das Buch, wo sie halt den scheiß Hauspokal gewinnen, oder nicht? Quidditch-Pokal. Den Quidditch-Pokal ja, das erste Mal gewinnen, ja. Oder Quidditch-Pokal. Ja, also den gewinnen sie in dem Buch. Also so, ich finde, ja, das größte Problem des Films ist eigentlich, dass, also meiner Meinung nach, dass es kaum Charakterentwicklung gibt von den drei Hauptdarstellern. Also Hermine, Harry und wie heißt er? Ron. Und das meine also, ja. Also das ist, die gehen halt von Szene zu Szene, aber so, ihr habt ja vorhin gesagt, diese eine Szene, wo sie zusammen da irgendwie dieses Spiel spielen, wo sie irgendwie Tiergeräusche nachmachen oder so. Von solchen Szenen müsste es eigentlich viel mehr geben. Wenn ich jetzt, es war jetzt ein weiter Sprung, aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel den neuen Spider-Man nehme, wo ganz viele solche Szenen drin sind, wo du einfach die Charaktere besser kennenlernst, wo du auch mehr, ja, die Charaktere untereinander mehr mit ein, also sich kennenlernen in einer gewissen Weise, auf eine rein emotionale Art jetzt, ja. Das irgendwas, ich kann es nicht sagen, aber ich kann die Charaktere immer nach drei Filmen jetzt und über 6 Stunden immer noch nicht richtig greifen. Es ist einfach so. Es ist irgendwie, es tut mir leid, da jetzt auf euren, damit meine ich jetzt vor allen Dingen hier Leute, die wirklich alle Harry Potter-Fans sind. Also ich mache das jetzt nicht, um euch irgendwie zu provozieren oder so. Und wenn ihr es feiert, mega gut. Und ich rede wirklich nur von den Filmen. Wie gesagt, Bücher kann ich nicht sagen. Kann sein, dass wenn man die Bücher gelesen hat und die Filme als Ergänzung dazu sieht, dass das dann noch viel geiler ist, weil man ja eh schon das, was man durch die Filme nicht sieht, in seinem Kopf dann eben mit der Fantasie füllt. Aber für mich, der jetzt nur die Filme sieht, mich lässt das alles ziemlich kalt, muss ich sagen. Ich fühle es nicht wirklich krass so. Was ja, vielleicht auch daran liegt, dass ich auch nur die Hälfte verstanden habe. Aber ja. Aber da, nee, ich gebe dir dennoch recht. Und ich meine, ich habe ja die Bücher auch nur nachgeholt, so, ja. Aber in dem Buch geht es halt darum, dass Harry zum Beispiel Hagrid eigentlich helfen will, Seidenschnabel vor dem Tod zu retten. Also da gibt es so eine Art Gerichtsverhandlung, wo Hagrid antritt, um halt irgendwie den Seidenschnabel oder den Hippogreif vor dem Tod zu retten. Und Harry vergisst das. Harry ist so fixiert, dass er seinen Besen endlich reiten darf. Im Buch kriegt er den halt schon viel früher geschenkt. Und dann muss erstmal geklärt werden, warum er den geschenkt bekommen hat und ob dieser Besen nicht einfach ein Verflucht ist oder eine Falle ist oder sonst irgendwas. Von Sirius Black. Und er kann an nichts anderes denken als an diesen scheiß Besen und will nur diesen Besen haben. Und als er den Besen hat, ist nichts anderes wichtiger als dieser fucking Besen. Da wird er dann poliert und es werden irgendwelche Besenmagazine gelesen und es wird geflogen und es wird trainiert. Und alles andere ist egal. Und darunter leidet zum einen die Freundschaft zwischen Harry und Hermine, zwischen Ron und Hermine, also zu Ron und Hermine. Und zum anderen muss er feststellen, dass Hagrid, die Person, die eigentlich ihm am meisten liegt in Hogwarts, dass er die vernachlässigt hat, dass er sein Versprechen nicht eingelöst hat. Und das ist etwas, was er später erst im Buch erkennt und feststellen muss, fuck, ich war ja der letzte Arsch. Also der hat eine Charakterentwicklung im Buch, die halt im Film nicht zum Tragen kommt, weil er halt diesen Besen nicht einbauen und weil sie auf den Besen verzichtet haben. Und das ist so auch, was ich nicht so ganz verstehe. Und ja, bei Spider-Man gebe ich dir vollkommen recht, da hast du diese Szenen, die diese Figuren näher bringen. Hier hast du halt sehr viele Szenen, die die Geschichte voranbringen. Ja, das, was Spider-Man an Story meiner Ansicht nach zu wenig hat, hat der Film hier an Charakterisierung zu wenig. Ja, das Problem bei Harry Potter ist aber auch ein bisschen, dass es halt einfach auch gefühlt 25 Charaktere gibt. Und die kommen halt dann, also gerade zum Beispiel jetzt mal nur ein Beispiel, sowas wie Malfoy, der tingelt da seit 3 Filmen irgendwie einfach rum, aber so richtig was zu tun hat er nicht. Außer ab und zu reinzukommen und sagen, hä, Potter, du bist ein Arsch. Dann sagt Potter, hey, du bist Malfoy. Und dann ist er wieder weg. Und irgendwie
So, auch Snape macht seit 3 Filmen mehr oder weniger, kommt immer, sagt, Potter, ist sauer auf ihn, dann kommt einer rein und sagt, ah, Herr Snape, und dann ist er wieder, oh. So, weißt du, ich habe das Gefühl, irgendwas, es wird ständig viel angedeutet, ja. Und du hast 200 Charaktere, jeden, letztes Mal haben wir Tom Riddle gehabt, der spielt in die, der Spiel hat jetzt gar keine Rolle gespielt, der Name ist, glaube ich, nicht einmal gefallen, dafür hast du jetzt einen Percy Peckerwood oder wie der heißt, der, dann hast du wieder irgendein, dann, also weißt du was, es kommt dauernd, ich weiß nicht. Nee, also es ist ganz interessant, dass wir an dem Punkt sind, denn Eddie, du hast da ja einen ganz anderen Blick drauf als ich und trotzdem ist es genau der Moment, wo quasi du als reiner Filmgucker und ich als Riesenbuchfan aufeinandertreffen und dieselbe Meinung vertreten, weil das fehlt den Harry Potter Filmen und das wird ab jetzt immer, immer schlimmer, komplett ein Charaktermoment und diese ruhigen Szenen, wo du mal ein bisschen was über die Welt erfährst und auch über die Leute, die darin herumlaufen. Das haben sie in den Filmen so, also von Anfang an sehr, sehr wenig drin und das nimmt immer weiter ab. Der 5. Teil beispielsweise, da sind wir ja Gott sei Dank noch nicht, aber das ist eine Abfolge von Informationen. Jeder Satz, jede einzelne Szene hat nur den Sinn, die Story ganz krampfhaft voranzuschieben und das macht die Filme halt auch einfach so viel schlechter als A, die Buchvorlage und B, auch so viel schlechter, als es andere Filme hinkriegen. Nur das, einfach das, ein schönes, das kann schönes ich halt Gefühl als, zu erschaffen. Also wenn ich, wie gesagt, ich bringe hier nochmal den Vergleich zu Herr der Ringe, wo es auch nur 3 Filme sind. Und zumindest von den Gefährten, du fühlst jeden Einzelnen. Du hast bei jedem Einzelnen der Gefährten, würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie das Gefühl, wo ihr Platz in dieser Welt ist, was ihr Struggle ist, was ihr Ziel ist, was ihre Verbindung zu Frodo und so weiter ist. Das habe ich hier nicht. Ich weiß immer noch nichts wirklich über Hermine. Außer, dass sie eine super Schülerin ist und alles kann. So ein Mary Sue-Charakter. Dann hast du Ron Weasley, der irgendwie für mich nicht wirklich über einen Comic Relief richtig hinauskommt. So, der hat keine Story-Arc, keine wirkliche. Es ist irgendwie, stolpert der von Szene zu Szene. Bei Hagrid hast du sogar ein bisschen was. Ja? Da gefällt es mir noch mit am besten von den Nebencharakteren, weil der hat so, da hast du mitgekriegt, okay, der ist mal rausgeflogen, der hatte dann im zweiten Teil, hatte er diese ganze Story-Arc. Jetzt auch mit dem, der kriegt immer mehr Charakter mit seiner kleinen Hütte da, wo irgendwelche Sachen sind, er mag Tiere und so weiter. Also da hast du zumindest so ein bisschen irgendwas, wo du sagst, okay, ne, auch wenn er jetzt nicht in der Hauptstoryline so eine tragende Rolle bislang spielt oder so, der interessiert mich als Charakter. Und irgendwie, ich sag Hagrid, meine Güte. Das ist immer, wenn man was sagt, dann kommt gleich immer so ein, dann machen die sich lustig über die Aussprache. Naja. Nee, also wie gesagt, bin ich bei dir, das habe ich ja gesagt gerade. Also ich finde, dass, also da werden die Filme leider noch schlechter werden, ich kann es nicht anders sagen. Es ist nicht, die kriegen es nicht hin, die Charaktere greifbar zu machen, interessant zu machen, sympathisch zu machen. Der 4. Film, der jetzt ja als nächstes dann auf der Agenda steht, mal sehen, wie wir das dann machen. So. Aber das ist für mich der absolute Tiefpunkt, weil da du wirklich keinerlei Nachvollziehbarkeit mehr hast für die einzelnen Gefühle von den Leuten. Es gibt keine so richtig angenehmen Momente. Es ist alles so richtig duster und zusammengeknattert. Also, und doch, ich finde, einen guten Moment gibt es. Dann, einen guten Moment gibt es, das ist bei dem Ball. Als Hermine Ron mal so einmal richtig die Meinung geigt. So. Das fand ich einen guten Moment. Aber ja, ansonsten bin ich da auch bei euch. Das ist halt das Problem. Ich habe durch die Bücher so viel mehr Einfluss auf die Figuren gewonnen, als ich anhand der Filme jemals hatte. Ich habe die Filme ja auch gesehen und habe nie verstanden, was ist denn jetzt das Auserwählte an Harry? Oder was ist das Besondere an ihm so? Ich habe es bis zum Ende nicht richtig hingekriegt. Aber ich muss sagen, in Anbetracht der Tatsache, ich lese gerade das 5. Buch. Da muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass sie das alles zusammengerafft haben. Weil das ist, also da muss ich sagen, das zieht sich bisher am stärksten von all den Büchern, die ich bisher gelesen habe. Also was man sagen kann, ist, dass die Filme zumindest Bock auf die Bücher machen, weil man sich quasi sagt, okay, das würde ich gern genauer wissen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Insofern kann man das fast schon sagen, dass es vielleicht sogar gewollt ist oder so, dass es wie so eine Ergänzung zueinander ist, ja. Es fällt mir halt nur auf, weil ich habe mich ja auch immer gefragt, warum mich das alles nicht so gecatcht hat, weil ich bin ja eigentlich schon auch empfangbar, wie sagt man? Empfänglich.
empfänglich für so Fantasy und schöne, komplexe Storylines. Also so, es ist lustig, nachdem ich hier nichts gerafft habe, was ich das jetzt sage. Aber so ganze Welten und so weiter, ich habe da eigentlich Bock drauf, ja. Aber es hat mich halt aus... Mir haben immer die Fixpunkte bei Harry Potter gefehlt. Mir hat immer irgendjemand gefehlt, wo ich sage, mit dem identifiziere ich mich jetzt. Dessen Abenteuergeschichte will ich irgendwie erleben. Und Harry Potter war es halt einfach immer nicht. Keine Ahnung. Ist auch, ja, wie gesagt, ich will damit niemandem seine Harry Potter-Liebe nehmen. Ich, wie gesagt, ich habe gesagt, ich gehe hier ran und versuche, mich davon überzeugen zu lassen. Aber ich kann auch nicht aus meiner Haut. Ne? Ich kann auch nicht, weil du alt bist. Ja, weiß ich nicht. Ob das. Ich habe auch Game of Thrones in erwachsenem Alter gelesen und gesehen. Das hat mich ziemlich gecatcht. Also ich weiß nicht, ob es nur daran liegt. Ja, aber um noch mal den Bogen aber, ein bisschen... ganz kurz, um die Frage zu beantworten. Natürlich gucken wir weiter. Und natürlich gucke ich das komplett bis zu Ende. Und ich freue mich auch schon drüber. Weil ich glaube, die letzten zwei oder die letzten drei Filme habe ich auch noch nie gesehen. Und da weiß ich auch wirklich gar nichts. Also zumindest die letzten beiden. Deathly Hallows habe ich nie gesehen. Und was ist das davor? Das ist... Prinz. Genau. Da bin ich mir nicht sicher, aber ob ich Halbblutprinz gesehen habe. Wie viel gibt es denn noch? Halbblutprinz? Feuerkelch, Orden des Phönix, Halbblutprinz und dann zweimal Heiligtümer des Todes. Ach du Scheiße, noch fünf Filme. Ja. Und dann gibt es noch die komischen Tierwesen. Die gibt es auch noch. Und ich, meiner Ansicht nach, und den Bogen wollte ich auch gerade spannen, wenn das für euch okay ist, meiner Ansicht nach haben wir gerade den Besten gesehen. Und weil wir gerade auch dabei waren über die Probleme, die alle Filme, auch dieser Film, dieser Harry Potter Film haben, zu sprechen, wollte ich den Bogen trotzdem nochmal spannen, weil er mir an sich sehr, sehr gut gefällt. Also er hat noch, er hat richtig, richtig gute Momente, er ist super produziert meiner Ansicht nach und er schafft es eben auch nochmal diese, ja, diese ruhigeren, diese faszinierenden Passagen zu haben, uns einen Einblick in die magische Welt zu geben und eben nicht in jeder Szene mit jedem Satz nur Story durchzuhauen, ohne dass wir ein bisschen was auch erfahren und vielleicht mal verstehen können von dem Ganzen. Und das allein für den Moment, super, wo er über den See fliegt, bin ich ihm nach wie vor dankbar. Weil das ist wirklich etwas besser. Ist das wirklich besser als die Szene, wo Tom Cruise in Top Gun zum ersten Mal fliegt? Es ist vergleichbar. Weißt du, also für einen Film wie Top Gun, in dem Tom Cruise zum ersten Mal aufsteigt und uns das Gefühl vermittelt, wie es ist, als schöner junger Mann in einem Überschallmaschine zu sitzen und wirklich den mechanischen Todespenis zwischen den Beinen zu haben. Fand ich so ganz ernst gemeint. Schafft es hier, Harry. Schön, dass du jetzt nochmal... Naja, es ist... Nein, es ist vergleichbar. Es ist auch ein schöner Moment auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich bin noch nicht, auf Harry Potter Fan-Level. Ich gebe dem Film eine 6,5 von 10. Aber es ist immer besser als die davor, ne? Das habe ich irgendwie, hatte ich so 6, 5,5 abgespeichert, meine ich. Ja, so 6 würde ich sagen. Dafür sind die schon handwerklich gut gemacht, aber ja, neue Spider-Man gefällt mir besser. Ja, den will ich unbedingt noch gucken. Ja, immerhin. Und das ist ja Marvel, ne? Also das will ja auch noch was heißen. Oh, ja. So, ihr habt auch vollkommen recht, ich habe aber auch nur 65% zugehört bei dem Film, also vielleicht spiegelt es das wieder, nein. Ja, natürlich ist so ein Audioflick auch immer noch mal was anderes. Ich möchte an der Stelle auch mal sagen, weil viele sich beschwert haben, dass wir zu viel labern oder so. Leute, das ist die Idee von der ganzen Geschichte hier. Natürlich müssen wir auch die wichtigen Dialoge mitkriegen und so. Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir jetzt einfach nur schweigen und den Film gucken. Dann brauchen wir auch keinen Audioflick mal. Dann kann ja jeder den Film für sich gucken. Also irgendwie ist es halt so eine Mischung. Kann sein, dass man mal da mehr labert und mehr abschweift als weniger, aber das ist halt die Idee bei der ganzen Sache. Und natürlich, wenn ich jetzt einen Film komplett alleine gucke und konzentriert gucke und mit niemandem darüber laber und nebenbei auch ein bisschen versuche zu unterhalten, dann bleibt auch vielleicht noch ein bisschen mehr hängen. Bezweifle aber, dass mich das dann zum Harry Potter-Fan machen würde. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht, auf jeden Fall, weil ich auch eine Menge gelernt habe und auf jeden Fall neue Insights gekriegt habe in das Harry Potter-Universum. Und es immer mehr Sinn ergibt alles. Weil ich habe auch diesen Film, hatte ich ja auch schon mal gesehen, aber ich hatte wirklich
fast alles vergessen. Also, dass zum Beispiel Harry Potter sich selber rettet, das war komplett weg. Das war, wusste ich nicht mehr. Ich dachte ehrlich gesagt bis zum Schluss, dass sein Vater da irgendwie auftaucht. Aber dann ist mir bewusst geworden, warte mal, ich habe gar keine Erinnerung an Harry Potters Vater. So, das war der einzige Hinweis darauf, dass ich es schon mal gesehen hatte. Mhm. Weil ich meine, wahrscheinlich sonst das gemerkt hätte, wenn Harry Potters Vater da so mit breiter Brust steht und einen Hirsch beschwört oder so. Nee, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir werden und auf jeden Fall den nächsten sagen, gucken. Du musst jetzt aber auch, also ich weiß nicht, aber inszenatorisch ist der ja schon mal auf jeden Fall echt deutlich besser als die beiden davor. Das auf jeden Fall. Also der sieht ja geil aus und ist geil gemacht. Nicht nur tricktechnisch, auch ja, klar. Auf jeden Fall. Das sind Meilen. Aber man muss auch sagen, das war da, glaube ich, jetzt beim dritten Teil, war auch Harry Potter natürlich schon auch das Phänomen, was es halt jetzt auch ist oder immer noch ist oder so. Also das war natürlich da nochmal eine andere, die hatten wahrscheinlich ganz andere ja, Möglichkeiten. Obwohl ich finde, her von der Produktion. Ja, aber ich finde, es ist schon mutig, wenn du zwei Filme gemacht hast mit einem Kinderfilmspezialisten wie Chris Columbus, ja, der halt wirklich weiß, wie er eigentlich solche jungen Zuschauer begeistern kann. Und dann kommst du mit dem dritten Film, der ja eigentlich so gesehen, ja, weiß ich nicht, also der dritte Film muss ja, der muss ja reinknallen. Ne? Also wenn beim dritten Film das Interesse irgendwie schwindet, dann ist ja der Rest der Reihe vollkommen in Gefahr. Also wir haben es ja an schon mehreren dritten Teilen gesehen, die halt einfach geschwächelt haben und dann plötzlich nicht mehr so über, ja, Filme halt, ja, wären wir wie bei Spider-Man, dann werden sie plötzlich rebootet oder sonst irgendwas, dann müssen sie plötzlich neu wieder ins Leben gerufen werden. Und dann jemanden zu nehmen, der bis dato noch nicht so viel Erfahrung hatte wie Chris Columbus, ja, und wirklich, also ich meine, ich finde, Cuarón ist eine sehr mutige Wahl und schon ein gewisses Risiko gewesen, dem diese Franchise, die wirklich Milliarden umgesetzt hat, an die Hand zu geben und daraus dann einen Film zu machen, der, ich glaube, schon in der Allgemeinheit als einer der besten, wenn nicht sogar der beste, angesehen wird. Aber ich fand es trotzdem mutig, dass sie es gemacht haben, ja, mit ihm. Oder dass sie ihn das haben machen, ja, lassen sollen. Ja, es ist eine interessante Regieentscheidung auf jeden Fall. Also zwischen Cuarón und Chris Columbus liegen halt Welten. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube aber, dass das auch ganz bewusst gemacht ist, dass sie gesagt haben, okay, Harry Potter wird älter und reifer und die Leser und Leserinnen und Fans entwickeln sich weiter und wir müssen auch irgendwie diesen Sprung in die Pubertät irgendwie auch auf dem Regiestuhl umsetzen. Weil jetzt noch ein dritter Kinderfilm im Harry Potter-Universum hätte, also so sehr kindlich wie die ersten beiden sind, das hätte auch kippen können. Also das wäre auch ein Risiko gewesen. Ja, ja. Dass es dann gleich so ein, ja, großer Sprung ist, okay. Aber was mir gefällt an Harry Potter ist, im Gegensatz zu Star Wars zum Beispiel, dass egal welcher Regisseur übernimmt, er sich dem Kanon verpflichtet und dem ein bisschen dem Werk, was da vorgemacht wurde, natürlich mit einer eigenen Vision oder einer eigenen Bildsprache von mir aus, aber jetzt ist nicht Harry Potter plötzlich Punker mit einem Nasenring und scheißt auf alles oder aus einer Fantasy-Reihe wird jetzt plötzlich nicht eine Slapstick-Comedy oder sonst irgendwas, sondern sie bleiben in diesem Vibe und viben in dieser Welt, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass natürlich die Autorin J.K. Rowling da drüber gewacht hat, während George Lucas ja nachweislich lieber sehr viel Geld genommen hat und sich gesagt hat, mir doch scheißegal, was ihr macht mit Star Wars. Und das merkt man halt auch. Ja, bin ich auch ganz bei euch. Also ich hatte es ja schon ein, zwei Mal während des Audioflicks jetzt auch eben gesagt, dass Cuarón es eben sehr, sehr gut versteht, die beiden Seiten, die Vorlage hat, das sehr, sehr dunkle, was gerade im Finale mit Sirius Black dann auch einhergeht, wie auch die faszinierenden Aspekte rund um Hogwarts, die ja auch in Chris Columbus massiv mit aufgebaut hat, zumindest visuell mit aufgebaut hat in Teil 1 und 2. Er versteht das sehr, sehr gut zu vereinen, das Ganze, wie hier auch gesagt, leicht erwachsener zu machen, trotzdem den Zugang für die mitwachsende Zielgruppe zu wahren. Und das ist eine Sache, die mir als Buchfan muss ich dann an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, natürlich sehr, 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 sehr zusagt, weil es die Stimmung transportiert, die ich beim Lesen auch mitempfunden habe. Und was die zukünftigen Teile angeht, meiner Ansicht nach klappt es da eben sehr viel schlechter, auch was diesen Canon angeht, auf den sich alle geeinigt haben. Natürlich, du hast es recht, es wird jetzt kein Punker aus Harry,
Aber Mike Newell, gerade ganz besonders der Regisseur vom vierten, der hat schon eine, hat schon die Spielregeln der Harry Potter-Welt sehr auf seine Weise gedehnt. Und das finde ich dann im, du hast Star Wars angesprochen, finde ich in so einem bestehenden Universum halt wirklich schwierig. Mal gucken. Ich bin gespannt, ja, okay, wie euch der gefallen wird. Da bin ich gespannt, wie es dann wieder sein wird. Auch da habe ich keine Erinnerung mehr. Und dann können wir da nochmal diesen Star Wars-Vergleich gerne heranziehen. Ich wage aber zu bezweifeln, dass die Harry Potter-Regisseure das so zu Grabe getragen haben, wie J.J. Abrams und Rian Johnson das in ihrer Privatfehde gemacht haben, wie jetzt nun, wie diese Filme sein sollen. Also mir wäre es ja auch recht gewesen, wenn Rian Johnson von mir aus 3 Filme gemacht hätte. Also wäre es wahrscheinlich nicht mein Cup of Tea gewesen, aber dann wäre es wenigstens eine homogene Geschichte gewesen. Aber dass J.J. Abrams was macht, dann Rian Johnson da reinkackt und dann J.J. Abrams zurückkackt, kann ich schon mal sagen, der Verlierer waren definitiv die Zuschauer. Ja, aber gut. Gut, ich. Ja, und vorher war es ja noch ganz anders geplant, ne? Dass es sich nicht so wiederholt hat. Meinst du mit Colin Trevorrow oder was? Genau. Aber was man da liest, war das auch nicht. Das wäre ja noch ein größeres Durcheinander gewesen. Also sowohl inhaltlich wie tonal. Also das, und also, dann hatten sie ja noch hier Phil Lord und wie heißt der andere? Chris Miller, aber die waren ja für Solo. Für Solo, ja, aber da siehst du mal, was da im Hintergrund alles Higher and Fire abging bei Lucas Films. Naja, okay. Ja. Ich habe noch eine Frage. Die 9, ne? Episode 9. Episode 9 und die 3 Prequels haben wir auch noch nicht gemacht, oder? Stimmt. Machen wir die Prequels zuerst oder wollen wir erst den Episode 9 hinter uns bringen? Weil, weiß ich noch nicht. Ja. Warum? Weil ich mich seelisch drauf vorbereiten muss. Auf was jetzt? Also zumindest auf 9. Ja. Und ich sag mal so, je länger ich das noch vor mir schieben kann. Also das wird auf jeden Fall, also Episode 9 wird auf jeden Fall ein Hatefest. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall ein Hatefest. Aber auch verdient. Du wolltest noch was sagen, Anton. Ja, ich hatte, mein Chat fragt gerade noch was Wichtiges an dich, Daniel. Und zwar, hat jetzt Tino Hahn denn geschrieben vorhin? Das ist noch nicht aufgelöst. Was Tino Hahn geschrieben hat, ja, das ist vielleicht für die Nachtschwärmer von euch oder unter uns interessant. Er hat mir vorhin geschrieben, deutsche TV-Premiere von Der goldene Handschuh. Heute um 2.45 Uhr auf Sat.1. Ja, viel Spaß. Keine Pointe. Extra um eine Uhrzeit gesendet, wo auch nur die Leute gucken, die wahrscheinlich auch einen goldenen Handschuh zu Hause haben. Ey. Den Aber ist auch so geil. Im Fatih Akin-Film, Deutschland Premiere, 3:15, Sonntagnacht. Also so Sonntag auf Montag. Wer soll sich das bitte angucken? Absolut widerlicher Film. Achso, und für diejenigen, Sean Boos Halo-Fanfilm ist draußen. Oh. Falls ihr Bock habt. Wir haben jede Menge Tipps. Guckt euch das alles an. Ich schmeiße euch jetzt raus, damit ich hier noch im Stream Abmod machen kann und dann ins Bettchen gehe. Es war mir eine Ehre, mit euch Harry Potter zu gucken. Lieber Anton, vielen Dank für die vielen Infos und lieber Daniel. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid dann auch bei Nummer 4 dabei. Ich muss den ersten Mal Sohn gucken, sonst. Okay, aber wir werden es wahrscheinlich eh erst im neuen Jahr machen, weil ich bin jetzt ab Donnerstag auch im Weihnachtsurlaub sozusagen und werde auch eine Woche lang nicht streamen. Deshalb werden wir das wahrscheinlich erst frühestens, warte mal, heute ist Sonntag der 27. Nee, heute ist der 20. Ist heute, ja. Nächster wäre 27. und der nächste wäre dann der 6. Das ist der 6. Oder? Der 3. ist der erste Montag im neuen Jahr. Der 2. erste ist der. Also Sonntag. Der 9. 9., ja, das ginge. Vielleicht der 9. dann. Also hast du ein bisschen Zeit, bis dahin, Daniel? Dürfte ich den 4. gesehen. Ja, das könnte ich gut hinkriegen. Ja. Dann bin ich auch frisch im Thema drin. Das ist ganz gut. Ja. Dann an meiner Seite. Nee, 2. wäre dann, ja, Moment, 9. wieso denn nicht 2.? Nee, 2. wäre der erste Sonntag. Das geht auch. Also. Wenn du noch nicht fertig bist, dann gucken wir mal. Ich habe, wie gesagt, wir haben auch Star Wars noch und noch ein paar andere Sachen. Wir werden schon was finden. Auf jeden Fall Sonntag am 2. Januar, würde ich mal behaupten, gibt es wieder einen Audioflick. Aber ich muss erst noch mit Etienne sprechen. Und ich wollte wenn die an Silvester steil gehen, wer weiß, ob du da am 2. schon wieder ready bist. Da feiert er noch. Ja. Nee. Man kennt mich dafür, dass ich an Silvester steil gehe. Ganz kurz, bevor es untergeht, auch natürlich vielen lieben Dank an dich, Etienne, fürs hier durchführen und für deine Expertise und deine neugierigen, frischen Augen, die auf diesen Film gespielt haben. Das ist sehr lieb. Das soll nicht unerwähnt bleiben.